Hallihallo und herzlich willkommen zum heutigen Community-Stream. Heute mal wieder Shellshock. Ich wollte erstmal gucken, ob das Spiel zu laut ist und ich stelle die Musik nochmal um einen runter. Weil ich habe beim letzten Mal gemerkt, dass es ziemlich laut war. Noch habe ich die Lobby auf privat. Ah, okay. Ich muss es selber eingeben. Aber ich kann die Lobby ja schon mal auf offen machen. Ja. Jeder darf mitmachen. Jeder ist eingeladen. Der Name findet ihr oben. Ich gebe jetzt einfach mal Twitch Community Stream ein. Ich habe es mit Shining Community Stream schon versucht, aber der ist zu lang, der Name. Deswegen, so. Mal gucken, wie schnell sich die Lobby füllt. Weißt du, was? Ja. Und da ist noch ein Kollege dazugekommen. Herzlich willkommen. Ich versuche, den Platz freizuhalten, aber es ist schwer, weil gerade jetzt ist die Lobby voll geworden. Du kannst ja immer noch einen rausklicken. Ich muss sogar. Jetzt ja, und ich komm schnell, da ist ein Platz frei geworden. Ich muss erstmal Shellshock starten. Und währenddessen Monster der Welt schließen. Nein, warum? Und warum stehe ich hier vorne? Warum? Junge, wenn ich da hinten ich bin jetzt schon verdammt! Wenn ich von den hinteren beiden eintreffe, dann kann es ein bisschen Schaden regnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe kaum gute Waffen. Ich kann nur beiden. Also ich habe einen Zug und eine Spinne. Damit kann man arbeiten. Ich habe eine Poltergeist und ein Geschütz. Ich habe eine Baby Seagull. Und da kommt eine Atombombe. Au. Im Übrigen, bei den Community Streams habe ich extra. Er hat einfach einen Trubelkill rausgeschmarzt hier. Ich glaube, ich mache mal das Leben in der nächsten Runde höher. Weil ich hab ja sogar endlich mal Armor. Ja, ich habe das Leben nur zu klein eingestellt. Du kannst halt einfach mal easy einen 300er-Crit reinbekommen. Oh ja, wenigstens hat Nordstark jetzt schon nochmal eine Münze rausgeprügelt. Dark entschuldigt sich übrigens, dass er uns gewonnen hat. Entschuldigung ist nicht angenommen. Ich wollte Level. Ich will mir übrigens auch in den Stream einhören, ob man dich gut hört, weil das weiß ich im Vorhinein nicht. Ich hatte Godways, ich wollte es zumindest benutzen. Okay, ich muss mich nicht mehr diese Frage stellen. Man hört dich gut. Oh Gott. Noah lebt! Wie? Nur um seine Arsche! Was? Wie konnte Dark mit dieser Spinne so wenig Schaden machen? Es ist ein Rätsel. Also bei mir sah es auch so aus, als ob die Spinne eigentlich komplett in seinem Gesicht eskaliert ist. Wow, Flasher. Noah, wenn du das noch gewinnst, wir werden deine Fanboys. Junge, ich push nur auf 100 Millionen Abos. Welches Level hat Noah eigentlich? Oh, 92, es könnte sogar was werden. Nein, dafür hätte er auch eine Atombombe gebraucht. Ich mach das Leben. Ich schalte es auf 400. Du machst nicht auf 400, sondern 500, Junge. Vielleicht viermal, wenn es sonst zu kurz wird. Ja, ich bin nicht mehr im Kreuzfeuer. Ja, und ich habe eine starke Waffe, die ich nicht nutzen kann. Ich habe nur eine starke Waffe. Ich habe zwar auch Napalm, aber das werde ich nicht anständig nutzen können. Ich habe keine guten Waffen. Ich habe eine Spinne. Ich habe Napalm, was ich niemals nutzen werden können. Ich habe einen Butterer. Damit werde ich als einziges Schaden machen können. Und ansonsten habe ich nur Streuwaffen und einen Ringer. Kann es sein, dass du mit Napalm mein Inventar gerade siehst?
Habe ich auf Chancengleichheit kann nicht sein, weil sonst wäre da gerade eben keine Atombombe gewesen. Seit wann trifft der Oddball so gut? Napalm ist die einzige Waffe, die wir gemeinsam haben. Und ich habe einen Dagger. Den werde ich sowas von nutzen. So. Lange. Ich mache übrigens auch nicht den Trick heute hier mit 100 nach oben. Das ist bei den Streams raus. Ich hoffe, ich treffe. Was? Chris ja. Getroffen? Ich hätte gedacht, der... Danke, Barbara. Wenigstens 40. Und ich habe ungefähr die Bahn. Jetzt kann ich mit meiner Spinne vielleicht was treffen. Warte mal. Da würde der Ringer treffen. Ich würde Dark Briscoe mit einem Ringer mittreffen. Also ich habe den schweren. Also ich finde es super fair. Ist eh ein Just for Fun Team. Die 93er alle zusammen im Team. Warte, was? Nee, sie haben doch einen 29er im Team. Weiß gar nicht, was ihr habt. Ist doch ein komplett faires ein Team hier. Ja, sind nur drei Leute, die definitiv Atombomben und die OP-Waffen haben können. Ich mache ein bisschen schwächer und hoffe, dass meine Spinne irgendwas reißt. Ich hab nichts Besseres zum Rüberschießen, tatsächlich. Nein! Nein! Es tut mir so leid! Ich hab genau das Portal getroffen! Du Arsch. Immer auf mich. Und dann wundert man sich, wenn ich mich ewig nicht melde. Und da ist alles raus. Ich bin. Okay, dreifach Damage. Jetzt brutal auf den einen Kollegen, gut. Ich hab vor allem nur sogar euch beide getroffen und deswegen Minusschaden auf der Liste. Ich hab nichts Gutes mehr. Ich weiß nicht, was für eine Reichweite hat der große Ringer. Würden der, wenn ich Dark jetzt genau treffe, Noah und Jero treffen, oder? Nein, so groß ist er nicht. Der ist deutlich kleiner. Du würdest nicht mal Noah treffen. Ich hab halt sonst nichts. Ich könnte dir eine Lücke da größer machen, wenn ich mit dem Doppelhüpfer treffe. Also, wenn du da diese... Komm, trifft, bitte! Wenn du diesen kleinen Felsvorsprung unter Dark dort getroffen hättest, dann hätte der Heavy Ringer zumindest ihn getroffen. Ich versuche ja eine ständige Richtung zu finden, aber ich habe keine gute Waffe. Übrigens, das Team Duz steht für Dussel. Und nun sage ich leise Scheiße. Dark fragt schon, ob er in unser Team wechseln soll, um uns zu carryen. Also für Team Duz. Mir egal. Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Ist ein Just for Fun Stream, Community. Ich hab nämlich eh nie ernst. Vor allem merkt ihr das ja auch daran, dass Just for Fun ist, weil der Modus sich ja ständig wechselt. Alter, wie gut hat denn der jetzt getroffen? Junge. Ja, komm, genau über den Schuss machen. Weißt du was? Das sehe ich nicht ein. Ich habe 75 gemacht. Ich bin aus dem Minusbereich raus. Endlich. Mach mal auf China. Wenn du mich vom Schaden her einfach noch überholst, das ist traurig. Habe ich schon. Glaube ich. Ja, habe ich. Armutszeugnis. Ich hab halt wirklich nur Scheißwaffen oder Nahkampfwaffen. Achso, Dark untertont gerade nochmal nicht zum Carryen. Einfach nur für Team Duz. Also für Team Dussel. Schade, dass man hier die Teamnamen nicht auf 5 Buchstaben machen kann. Dann hätte ich auch da wirklich Dussel schreiben können. Ciao.
Und da sage ich leise Scheiße. Und du aber auch. Ich lebe noch. Ich weiß nicht, was er hat. Alle Granaten gefuttert. Das Beste, was ich schießen kann, ist der Ringer. Das Traurige ist, die beste Waffe, die ich noch hätte, war Death Raid. Das Einzige, was sonst Schaden machen könnte, wäre Nahpepp, oder dafür müsste ich darüber. Ich schieße den Dagger und hoffe aufs Beste. Ich hatte halt einen Dagger, Synclet, Boomerang, Chunklet, Rain, Static, Stream, Hoverball, Guppies. Hat das damit schon besser als ich, abgesehen von den Guppies? Nee. Static ist. Kann man machen. Boomerang hätte ich dort niemals von der Range her rüberschießen können. Dagger erst recht nicht. Und Dead Raid hätte kaum Schaden gemacht. Ich bin nicht der. Ich bin der Letzte, der stirbt. Ich wollte gerade sagen, der Erste stirbt. Alles abkommen, GG. Also, wir nehmen hier heute null was ernst. Wir haben Tina-Schaden in unserem Team. Sie hat eben gewonnen. Das heißt, wir können nur gewinnen. Ich hab richtig gute Waffen. Und ich hab endlich mal gute Waffen. Ich hab auch endlich mal gute Waffen. Weißt du was? Nee, warte. Erstmal mit dem Zug die Richtung finden. Ich hab nämlich die, die Mutter aller Möwen. Oh, nee. Los, mein Zug! Ich treffe genau den hintersten! Oh, Junge, ich habe zwei mit meinem Heavy-Ringer getroffen. Hab ich ehrlich gesagt gesehen? Ich hab Noah und Dark getroffen. Nice! Ich kann ja mit meinem Bounder schießen und dann zeige ich dir, wo mein Heavy-Ringer gelandet ist, wenn meine Position nicht verändert wird. Da sehen wir gleich. Warte mal, jetzt suche ich mir schon mal die Möwe raus. Theoretisch sollte sie über beide einmal kacken. Ist dir. Oder ich mache noch ein bisschen Stärke, versuche auf Marvin und versuche dabei alle zu treffen. Ich werde safe wahrscheinlich einen von unseren treffen. Bestimmt. Da kommt der Zug zurück! Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir bei unserem Schuss die Map nicht nur auch ein kleines bisschen beschädigt haben? Doch, da ist so ein kleines Loch. Ja, das waren aber nicht wir, das waren die Gegner jetzt, gerade durchs Portal. So. Hier. Ich schieß jetzt mal mit dem Bounder und dann siehst du, wo der Heavy Ringer gelandet ist. Los, meine Möwe, enttäusch mich nicht! Achte jetzt auf meinen Bounder. Vorausgesetzt, die Scheiß. Bounce, die Plattform ist nicht im Weg. Ah, ich hab nicht meinen getroffen. Ja, ungefähr da habe ich den Heavy Ringer hingesetzt. Nur etwas höher halt. Okay. Falls du es gesehen hast. Und ich habe damit Noah und Dark Whisper getroffen. Noah geht freiwillig genau in meinen Mega-Digger rein. Er weiß doch nicht, dass du den Digger hast. Oder was denkst du, Sunburst? Mega-Digger? Also ich kann ihn jetzt perfekt treffen. Und Dark hat einen Mega-Laser abgefeuert. Okay, jetzt kann ich ihn nicht mehr treffen. Ich muss eigentlich ja nur mit einem höher gehen. Ich baller jetzt mal volle Lutsche mit 100 Power rüber. Das Problem ist, ich habe jetzt auch nur noch wieder zwei Waffen, die Schaden machen können. Ich gehe mal zwei höher. Aber wir sind ja schon ein bisschen tiefer. So, zack. Junge. Was? Guck mal, wo ich den leider nur hingesetzt habe. Aber den da oben triffst du ganz gut. Den oberen treffe ich, den unteren leider nicht. Komm, lass uns auf den Punkt konzentrieren. Wir machen die hinteren erstmal fertig. Danach können wir die anderen nehmen. Ich habe einen riesen Bombenteppich. Wenn der von links kommt, könnte ich beide treffen. Dafür muss der an der Wand einmal abprallen. Oh, sie wissen von unserem Plan.
Ja, jetzt schicken sie den Bomber zu dir. Ich hau einen Stunburst. Geh auf 82. Hoffe, dass ich jetzt da abprall und ungefähr so, dass ich beide treffe. Auf gut Glück, Sunburst ballern. Nope. Aber ich habe 71 gemacht. Ich habe 72 mit Sunburst gemacht, den ich nicht mal getroffen habe. Nice. Ich könnte den Marvin jetzt perfekt treffen. Oder ich mache Megabeben und hole ein bisschen Schaden raus. Mach die Map wieder ein bisschen gerade. Lass mich, Marvin, ich habe Mega-Digger für ihn. Ja, wenn ich ein Mega-Beben mache, verändere ich die Map ja während des Schusses nicht. Jetzt treffe ich ihn eh nicht mehr. Ein bisschen stärker und mit einem Eimerhüpfer könnte ich den anderen treffen, aber der macht kaum Schaden. Achtung, da kommt ein Vulkan! Aber. Und ein kleiner böser Vogel. Nein, komm nicht kuscheln! Ich will an den Mega. Ich hab zwar Magnete, aber die treffen den da hinten bestimmt nicht. Ach, was soll's. Los, meine Magnete! Lol, der Crystalize ist noch getroffen! Gönn dir den Mega, Digga, er finisht ihn. Bam! Wir haben ihn! Einer ist down! Und das war sogar mein Kill. Ich fand es gut. Über die Bande habe ich noch Crystalize getroffen. Richtig gut. Ja, ich habe meinen Digga auch über Bande rüber geschossen zu ihm. Ich glaube, jetzt wird auch einer von uns sterben. Ja, definitiv. Okay, Geo lebt noch. Okay, die wollen leben wir noch. Womit hat er doch verdient? Ich habe jetzt ein Problem, ich treffe nicht mehr. Weißt du, was ich mache? Obwohl. Viel Power. Ey, wenn. Ich probiere was. Wenn das funktioniert. Hier, guck mal, ich schieße mit ganz viel Power. Dann habe ich einen Clip. Die ist einfach straight runtergeflogen. Ich hätte gedacht, die wird schneller aktiviert, je weniger Power man nutzt. Was eigentlich auch so ist, aber ich habe trotzdem anscheinend. Hast du unseren Mate gekillt? Nein. Guck mal hinter dich. Ich habe die Drohne genau hinter dir gedroppt. Achso, also die muss schon ein Stück fliegen, ne? Ja, aber nicht so extrem eigentlich, wenn man nicht komplett mit der Power übertreibt. Das Beste ist immer, sie nach oben schießen. Hab ich ja, aber mit einer Stärke. Miau. Aua, ich geh von dir weg. Wir sind eh tot. Ich hau nochmal Schaden raus. Ich hau einfach in den Schrapnell rein. Und hoffe, dass er uns beide trifft. Ich hab nochmal 60 Schaden gemacht. Schade. Oh, 6 Schaden immerhin. Ich hab getroffen mit Schrapnell. Also einer hat gekrittet. Das heißt, normal macht er 15 Schaden. Ja, der Megabeam macht 15, der normale 10. Ich darf leben. Ich nicht. Ich wurde durch Erdbeben getötet. Wir können nicht gewinnen. Tina, hattest du was Gutes? Wenn alle über den Gräbchen treffen, dann machen sie 60. Ich hatte einen Funkler geworfen. Und da bist du weg. Warum schreibt er zweimal? Achso, ich dachte erst, sie hätte zweimal GG geschrieben, aber da waren nur weil sie ineinander stehen. Komm, nimm nur auch noch mit! Hat er sich selber bezahlt, glaube ich. Ja.
Und... Wir haben ihn wieder nicht im Team. Oh, er möchte einfach nicht in unser Team. Junge, ich werde da richtig saftig erstmal einen Bombenprank machen. Ich mach die Tontauben. Ich mach Bombenprank. Die muss man, glaube ich, so ein bisschen steiler schießen. Shining geht steil. Ich hab's bereut, als ich's ausgesprochen hatte. Wenigstens ein. Guck dir mal das an, Bombenprank. Hui! Da ist eskaliert. Ich hab noch einen Bombenprank. Also diese Runde kann ich mich über meine Waffen tatsächlich nicht beschweren. Nur die Tontauben sind doof zum Prüfen, wo man jetzt hinschießt. Also ich kann mich über meine Waffen erstaunlicherweise auch nicht beschweren, außer über meine Uzi. Die Uzi werde ich eh niemals schießen können. Ich könnte eine Python schießen und hoffen, dass sie was trifft. Oh nee. Die macht richtig saftig Schaden. Was? Und ich bin froh, dass ich nicht mehr in dem Pentagramm bin. Das hätte mich gerippt. Hallo, ich streame, ich darf nicht ins Loch. Ab ins Loch. Lol. Ich bin Gott. Nee, du hast einfach Tracks gemaxt. Ja, aber das ist erstmal, dass ich aus so einem Loch raus bin. Guck dir die Wand an, da kann man hochfahren. So, ich schieße den Bobberer, damit kann man nämlich gut die Bahn prüfen. Ciao, Tina! Du drehst keine Folge Bob's Burgers. Bombenprank auf Tina. Wie viele von denen hast du? Zwei. Was war NT normal? Ich kenne den Kürze nicht mehr. Nice, zwei, ne? NT war no thanks. No thanks. Achso. Kennen viele Kürze, nicht alle. Und okay, sie wollen Shady raushaben. Weißt du, was Tina jetzt abbekommt? Einen Sonnenstich. Warte mal. Ich sollte mit dem Schatten treffen, wenn ich ein bisschen runtergehe. Der Amaterasu falsch geschriebene Dude, der sorgt jetzt wahrscheinlich Ich hab wegen den. Ja, der Amaterasu. Ah, so, jetzt sehe ich, was du meinst. Ja, die haben Tina so weit weggemoved, dass ich echt fast gar keinen Schaden gemacht habe. Das R müsste weg und das erste, das zweite A müsste ein E sein, ne? Also das E und das A müsste man tauschen. Amaterasu. Ich hab die Serie schon geguckt, bevor mich einer flamet. Ich nicht. Oh Gott, Popcorn! Ich hab gerade erst gegessen. Ich auch. Ich hab mir gerade hier Hähnchen reingehauen. Ich probiere einen Trickshot. Ich probiere einen Trickshot über das Portal. Über das schwarze Loch. Ich mach einfach das hier. Monde! Und? Monde! Ich hätte fast getroffen. Ja, und meine Monde auch. Nicht. Die kamen nämlich nicht mal mehr wieder runter. Manchmal wollen die einfach nicht. Aber ich könnte nur Crystal Ice mit einem God Race treffen. Das wäre nice, wenn du es schaffst. Ich hab auch einen Bombenprank abbekommen jetzt. Nein! Nee, Shady! Die Schweine haben Shady getötet. So, jetzt muss ich einfach ein bisschen mehr Power hinterherhauen. Und jetzt sollte Godways treffen, hoffentlich. Ich hab den sogar ein bisschen runterbekommen. Nein! Junge, ich hab genau Tina getroffen. RIP Tina. Holy Tina! Die heilige Tina! Die Engel haben sie abgeholt. Ich hab nichts Gutes mehr. Weißt du was? Ich kacke auf mein Godways.
Obwohl doch, Achtung. Ich habe noch eine gute Waffe. Wenn Achtung. Sie funktioniert. Achtung, Wetterbericht sagt, es ist wirklich mit Aussicht auf Kott. Ich glaube an dich, komm! Sei doch eine gute Schlange! Warum hassen mich meine Schlangen? Guck mal, Shady und ich dürfen leben. Sag das nicht. Deadweight und Shady ist auch weg. Nee, das Deadweight würde ja auf mich gehen. Die könnten mit einem Deadweight Shady nicht treffen. Das würde bei mir runterfliegen und dann würde es die Bande da treffen. Den ballern sie einfach einen Bounder da rein. Dann müssen die aber wirklich den Hügel knapp da vor dir treffen, ne? Oder das kann natürlich funktionieren. Außer springt zu hoch. So, ich kann nichts anderes machen. Ich lade meinen Schuss auf. Habe ich irgendwas Gutes, was ich auf Noah schießen kann? Nee, leider nicht. Also einfach Lightning. Ob ja, das ist ewig. Ich schieße gleich mit Sternenfeuer darüber. Meins wird ewig springen. Aber bei mir hat es halt ein bisschen länger gedauert, dass ich hier reingekommen bin, weil ich musste erst Kirin, Kuschaladora und Theostra vermöbeln. Ich habe mal eben kurz den Stream angepasst. Ich habe da nämlich einen Fehler gesehen. Ja, Shady? Hallo? Ist am Schlafen. Oh, der war sogar relativ gut getroffen. Kannst du ruhig machen? Ich hab voll Schaden gemacht. Ich will jetzt gucken, ob sich der Titel aktualisiert hat. Da steht immer noch. Bei mir hat sich der Titel nicht aktualisiert. Dabei habe ich den gar nicht angepasst. Alles klar. So, jetzt nochmal versuchen. Ja, jetzt hat sich angepasst. Ich wurde einfach geportet zu Dark. Ich habe jetzt erst gesehen, was passiert. Was machst du da drüben? Dark hat mich hergeholt oder irgendwie anders mit einem Teleport. Aber weißt du was? Dafür kriegt Dark jetzt erstmal eine Ladung juckende Nase. Permaroller. Den hatte ich noch nie. Und wahnsinnige Welle, das ist die letzte Stufe von diesen Silly Balls. Dark bekommt jetzt eine schöne juckende Nase. Ich schieß den mal. Nicht getroffen. Steine? Was ist mit Steinen? Ah, wenn ich jetzt die wahnsinnigen Stein Bälle schieße. Achso, du hast mit einem Stein geschossen. Nee, ich hab mit Feuer. Ich hab mit Pfeffer geschossen. Ich hab seine Nase zum Jucken gebracht. Achso, er wollte den Stein schießen. Was kommt da? Nee! Ah, okay. Bombenprank. Ich könnte jetzt die wahnsinnigen Bälle darüber ballern. Aber ich glaube, dass ich dich dabei mittreffe. Nee, egal, ich bin eh tot. Ach komm. Ich hoffe gerade aber, dass ich ihn noch treffe. Ich hoffe mal, dass das ausreicht. Oh Gott, ich treffe mich selbst! Nein! Ist der Kill auch in Ordnung? War kein Selbstmord, aber ich habe ihn umgebracht. Ich wollte ihn eigentlich Bow and Arrow ins Gesicht ballern. Ich wusste nicht, dass das so extrem streut. Ich schieß meine Sterne rüber. Falls ich noch lebe.
Nee. Das Hähnchen hat's getroffen. Oh. Ich glaube, der Schneeball wird nicht groß genug, um mich zu treffen. Nicht? Ich hab nichts gesagt. Weihnachtsmusik? Oh, ihr seid alle gut. Alle Weihnachtsmusik. Ich würde sie auch nutzen, aber ich hab sie nicht. Dir ist schon klar, dass einfach nur die ganze Zeit der Siegessong von Noah gespielt wird. Permanent ist es einfach Noah. Ja, von uns gibt ja keiner. Geht das jetzt, dass ich das Leben hochgeschaltet habe oder dass du uns carryen wirst? Bedenkt, Leute, abprallen, der muss einmal abprallen. Ich hätte eine ziemlich starke Waffe. Ich habe meine Waffen gerade noch gar nicht angeguckt. Okay, ich habe eine Wüste. Oh nee, du hast Quicksand. Also mit der Wüste treffen ist gar nicht so schwer, zumindest beim normalen Modus, aber hier bei Remote. Niemals. Ich könnte eine Drohne schießen. Da müsste ich aber eins dieser Teile sehr knapp vor meine Nase kriegen. Oder kommt ein Godface von dir rüber. Aber... Oh. Ich weiß, macht keinen Schaden. Sie haben nicht gemerkt, dass es Rebound ist. Ich hatte das auch mal geschrieben für den Fall, dass Tina das noch nicht kennt. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Ich kann einfach eine Flotte rüber. Ich könnte mal komplett eskalieren. Godways? Nein, ich schieße jetzt in das Portal eine Drohne rein mit voller Wucht und hoffe einfach, dass es gut geht. Ich glaube, ich habe das Teil nicht mehr getroffen. Doch. Nein, es ist knapp davor stehen geblieben. Das war meine einzige Möglichkeit, mit der scheiß Drohne zu treffen. Also wie gesagt, das wechselt sich so alle drei Runden, der Modus. Freu dich auf Fußball-Modus. Letztes Mal war das richtig genial, was da alles rauskam. Fußball ist generell der beste von Modus. Da kann man so gut Eigentore schießen. Naja, sagen wir es also, wer mit den meisten Eigentoren gewinnt. Ja, könnten wir eigentlich auch machen. Gefühlt schießt man eh nur Eigentore. So, wie war das? Einfalls gleich Ausfallswinkel, ne? Eintritts gleich Austrittswinkel. Die Frage ist, wie ist der Eintrittswinkel, damit du den Austrittswinkel berechnen kannst? Ich hab das auch schon so oft gelesen und verstehe nicht genau, was sie meinen. Und der war gut. Der war richtig gut. Nein. Ich kann dir sagen, was sie meinen. Es gibt... Der Schuss... Ich hab keinen Wind angemacht, oder? Die flogen gerade ganz komisch. Leute, der trifft einer. Solange kein Wind aktiv ist, ist das alles komplett gleich wie das. Wie soll ich damit jetzt treffen? Kann mir das Spiel erklären, was es von mir will? Wie soll ich damit treffen? Keine Ahnung. Aber was mit Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel gemeint ist, ist, solange kein Wind aktiv ist, ist, wie du schießt ja... Ja, der ist ja in der schießen, genau in dem Winkel, wie du schießt, ja wieder raus. Komm, gib doch mal. Das ist auch. Ja, ich hab getroffen. Das ist quasi, was man in Mathematik unter einer Parabel kennt. Und wenn du die eine Hälfte weißt, kennst du auch die andere. Aber die Frage ist. Berechne das mal. Das Problem ist, wie kriegst du Strength? Also die Feuerkraft. Du musst auch noch die Stärke berechnen. Du musst Stärke, Winkel, alles musst du berechnen. Und wie man Wind berechnet, habe ich schon mal überhaupt keine Peilung mehr. Den schätze ich immer falsch ein. Du wüsstest nicht mal, wie du jetzt hier normal das berechnen würdest. Das weiß ich nämlich auch nicht. Weil wie willst du... Hätte ich diesen Kreis vor mir, ich würde das Rohr reinhalten und einfach mit voller Lutsche mit der Wüste reinballern. Gucken, was dabei passiert. Irgendwas. Wie wird die landen? Nicht gut genug. Ich will in den Kreis da rein.
Aber ich komme da leider nicht rein. Warte mal, ich kann treffen. Weißt du, was ich mache? Ich mache einfach den hier. Ich kann treffen, tatsächlich. Ghost Bomb. Ach, Scheiße, er hat die Waffe gewechselt! Ich hatte Blüte ausgewählt! Weil die Blüte, die wäre so abgeprallt, dass dann da oben welche rausgekommen wären. Hast du gesehen, wie mein eines Stream da komplett durch die Portale ausgerastet ist? Ich hab's gesehen. Das Stream-Portal ist halt komplett eskaliert. Ich wollte mit der Blüte da reinballern, das hätte ihn getroffen. Bitte ist nur gleich einfach in einer Kugel drin. Dann kann ich schön meinen Summoner reinhauen. Achso, ich lese das jetzt erst. Gern geschehen. Ich wusste zwar noch nicht, dass ich ein Glücksbringer bin, aber gern geschehen. Ich sehe das Unheil. Weißt du, was ich sehe? Monde. Ich mach jetzt was, das wird komplett eskalieren. Ich entschuldige mich im Voraus. Aber ich habe mich selbst getroffen. Wir haben Tina verloren. Tina ist raus. Nein. Ich sag doch danke. Ich sag doch danke, Vitas. Guck dir den Schaden an. Die Schweine haben Tina getötet. Ich hab doch gesagt, guck dir meinen Schaden an. Wie hast du Minus-Schaden geschafft? Indem ich mich mit einem Mond getroffen hab. Okay, das sollte doch möglich sein, oder? Also, ich... Wenn ich jetzt in den geraden Winkel da reinschieße, fliegst du doch in den geraden Winkel wieder hinaus, oder? Du wirst ihn so nicht treffen. Oh doch, ich werde ihn treffen. Ich habe ein Geschütz. Ja, wow. So. Okay, ich hätte sogar so getroffen. Guck dir mal an, wo mein Summoner hin ist. Da hinten ist der gut. Oh, ich bin safe. Nicht bedingt, mit dem Speaker. Einmal da rein. Sagen wir es mal so, ich bin safe, aber irgendwie auch nicht. Er wird wahrscheinlich eher auf mich gehen. Achso, bloß... Dark ist auch so ein Spezialist für Selbstzerstören. Schreibt er gerade. Was ist ein Apache? Ich kenne Apache nicht. Das ist eine Helikopter. Das ist ein Kampfhelikopter. Ich mache Overcharge, ich treffe das Ding nie im Leben richtig. Weißt du, was ich mache? Also, der Apache, der trifft immer, der ist Zielsuchen, was Schüsse angeht. Oh, Junge. Scheiße. Ich habe nur Scheiße. Ich habe auch noch eins, das hebe ich mir aber für den Juggernaut-Modus auf. Das schmeiße ich dann einfach in die erste Juggernaut-Runde rein, egal was an Waffen ich habe. Ich hole mir einfach im Shop noch einen Supply Drop. Einfach für Juggernaut. Also, das Flugzeug muss ich aimen, aber die Schüsse, die treffen immer. Also, die schießen dann in die richtige Richtung. Ja. Warte mal, dann ist der in dem Modus doch eigentlich auch nicht so gut, weil das Ding selbst muss ja erst abhalten, bevor die Schüsse Schaden machen. Ich weiß. Das war auch gut. Warte mal. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, meins funktioniert. Es wird mich aber wahrscheinlich eher selber treffen. Triff! Oder gar kein. Wäre es ein kleiner Ringer, hätte es getroffen. Ich habe ein bisschen getroffen. Oh Junge, ich habe eine. Also ich habe das Ding jetzt so richtig geschossen, ne? Einfach da volle Lutsche gegen und hoffen, dass es ein paar Mal trifft. Was? Ach du Kacke! Dark, ich komm zu dir! Weißt du, was ich mache? Darauf haben die schon die ganze Zeit gewartet. Ist das ein Stein oder sind das Monde? Das sind weder Steine noch Monde, es sind Asteroiden.
Ah, die fliegen einfach nur langsam. Die können aber echt gut Schaden machen, wenn sie gut treffen. Ja, aber ich kann die von hier aus nicht treffen. Ich nutze sie für den Supply Drop. Bitte? Hilfe. Wow. Ich hab die da hinten! Ich hab sie! Ich hab 15 Armor bekommen. Nice. Und er geht auf mich, glaube ich. Ja, er kann dich mit dem Teil nur treffen. Wie soll er uns damit erwischen? Er killt sich selbst. Ja. Doch nicht. Als ob er so knapp sich verfehlt hat. Oh Junge, bitte lass mich ihn killen. Lass mich ihn killen. Wenn du ihn schnell tötest, dann hast du ihn. Ich schieß die Synchros. Ich weiß nicht, ob ich den damit... Wow, ich wollte nicht den Roller schießen, aber ja, ich kill ihn. Ich hätte ihn mit Eigen getroffen. Ich wollte eigentlich nicht den Roller, sondern einen Jammer schießen. Och, muss doch nicht sein. Muss ja nicht sein, ist nur garantiert. Weißt du, was ich mache? Du solltest nicht in ihm sein. Das bin nicht ich. Dein Dark. Weil ich schieße ihn in Deadweight genau in die Fresse. Nee, warte mal. Mit dem Flummi warte ich, bis das Portal da weg ist. Ich habe einen Flächenangriff. Ich habe einen Deadweight. Ich guck gerade, womit schieße ich. Aber den Double Damage holt sich Dark leider. Nice. Das habe ich ja super berechnet. Ja. Der Mick kriegt's gerade geschenkt, ne? Was hat der denn versucht? Sich selber zu treffen. Oh, der schießt was Heftiges. Au. Das ist so eine... Was war das überhaupt, Junge? Deceiver hieß das, glaube ich, sagte er, der Dark letztens mal. Oh, das finde ich jetzt aber doof, nur weil sie nicht getroffen haben, direkt rausgehen. Sowas will ich lame. Das ist halt einer von den Hundertern und der andere der 90er. Der Pascal hat halt Minusschaden verursacht. Wahrscheinlich hat er deswegen einfach keinen Bock mehr. So, keine Ahnung. Good luck! Hey, hier, friss. Aua! Dass sie genau zu dir zurück Bitte ist. Nicht mich! Sie ist genau durchs Portal durch. Ja, Portal. Ich glaube, der Flummi, der kann nicht eingesaugt werden. Der war auch richtig schnell. Die sind generell schnell. Das ist auch wieder geschenkt. Hilfe! Das war geschenkt. Bei Geschenken habe ich so ein Vietnam-Flashback vom letzten Stream. Da hatten wir nämlich hier den Scharfschützen-Modus. Nee, warte, den Modus mit diesen Zielscheiben. Da war eine Scheibe so, dass ich die eigentlich hätte treffen müssen. Ich habe sogar noch extra so gerufen. Ja, der Schuss ist geschenkt. Und ich habe einen Millimeter drunter geschossen. Einen einzigen Millimeter. Ja, du kannst halt leider nicht komplettes Feintuning mit dem Winkel machen. Ich habe einfach nur auf das Geschenk geschossen. Ich wollte es mir eigentlich auch holen. Das war so Bouncer Array, hieß das. Geil. Schaue ich mir sowas von denen rein. Ich hätte ihn bestimmt auch treffen können, aber ich will es jetzt nicht unbedingt versuchen. Ich habe nämlich nichts Gutes. Ich habe auch nichts, um gut zu treffen. Ich sehe gerade, ich hätte doch noch was Gutes gehabt. Dreimal Hüpfer, weil... go! Ciao, Hüpfer! Ciao, Kakao. Ja, Bumper Ray.
Dark hat's gerade nochmal bestätigt. Da kommt eine Katze! Eine Supercat. Willst du wissen, was jetzt lustig wird? Das hier. So. Was meinst du, wen wir jetzt treffen? Tschüss! Triff! Autsch. Wo ist der Flumin geflogen? Dark, nein, wir können drüber reden! Ach, verdammt, ich habe eingestellt, dass alle gleichzeitig schießen. Wow. Da treffe ich nichts. Aber ich triff! Ich habe einen Segel geblutzt und Dark hat es eigentlich auch geschenkt. Ja, ihr werdet euch gegenseitig zerreißen. Ah! Aua! Das war kein Fair Trade. Überhaupt nicht! Das war ein 3:1 Trade. Dark, wir können drüber reden! Weil ich wieder nichts machen kann. Das frage ich natürlich, nachdem ich ihn abgeschossen habe. Das Spiel will auch, dass wir beide gegeneinander betteln. Nee, ich versuch. Weißt du was? Eine Sache kann ich wohl machen. Ich versuch was. Frage ist, wen trifft's? Ich weiß ja nicht, was du schießt. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wen es trifft. Bitte flieg wenigstens nach rechts. Ja, es hat getroffen. Achso, du hast mit Flummi geschossen. Oh Gott. Ich darf wohl nicht. Warte, das könnte auch was Lustiges werden. Ich bleib beim Luftangriff, bleib hier drin und schieß jetzt mit voller Wucht. Ach, ich habe 4 zu wenig. Egal. Wird trotzdem eskalieren. Ja, ich habe das erste Mal Schaden gemacht in diesem Modus. Eins ist selten gelandet. Einfalls gleich Ausfallswinkel. Das zählt nicht unbedingt bei den Dingern. Bist du bereit, deinen Schöpfer zu treffen? Hier kommen nämlich die Wasserbomben. Bist du bereit einzusinken? Los, meine Wasserbomben, hilft was! Ah! Aua! Okay. Ich hoffe einfach mal aufs Beste. Und schieß meine Bananen. Ja, ich habe mir den Schal getroffen. Oh das Gott, das Popcorn eskaliert. Ich trade nicht wieder mal. Das Popcorn. Hier. Wow, doch, du hast mehr Schaden gemacht. Verdammt. Ich hau ab. Ich büx aus. Ich reiß nach Mexiko. Okay. Warte. Es herrscht starker Wind nach links. Ich schieße es extra schwach. Und feuer die Blitze. Ich habe mich genau getroffen. Ernsthaft? Das finde ich nicht nett. Wir gehen auf Dark. Nee, ich habe gerade noch das Friedensabkommen mit ihm. Ich kann noch nicht auf ihn schießen. Volle Lutsche! Rein damit! Das kann nur schief gehen! Ich habe die Hüftflosion geschossen. Er versucht über die linke Bande. Du weißt, das zählt nicht, ne? Nur für den Rebound. Ich weiß, ich will hier gerade versuchen, Fortify zu nutzen, aber Fortify will nicht. Overcharge auch nicht. Ich kann nichts nutzen, ich muss warten, bis es vorbei ist. Kannst du den Waffen nutzen? Nein, ich bin locked in, aber bei mir macht der nichts. Dann hast du wahrscheinlich irgendeinen Hardcore-Lag.
Nee, check mir ja Login an, aber ich bin immer noch rot. Ja, dann ist das ein Leck. Ja, ich hab nichts gemacht. Guck mal, ob du dich bewegen kannst, ansonsten kann wirklich sein, dass bei dir gerade abkackt. Wegen. Also es war jetzt nur einmal da ein Fehler. Bitte trifft dich das. Nein, ich kann nicht mehr abhauen. Ich bin, was Stärke angeht, echt scheiße. Was hier kommt meine Shredder! Angeht. Wow, ich hab genau einen Millimeter an dem Ding verfehlt. Aua. Ich hab das Bauen leider Millimeter verfehlt. Okay, jetzt greife ich safe. Ich auch. Du wirst hochgebaut. Du weißt, er kann dabei rausspringen, ne? Egal, du wirst hochgebaut. Los! Dich hüpp ich weg! Wo ist der hin? Da hinten! Bei Dark ist er gelandet. Waffen! Bitte was Gutes! Ja, alles kacke. Wobei, ich hab wieder das hier. Fugen! Ich hoffe, der fliegt jetzt nach oben dabei. Achso, du hast einen Flummi. Ich würde dir auch einschießen, aber ich hab keinen. Hilfe. Ja, nein! Wir haben beide danach gegriffen, kann das sein? Sah irgendwie danach aus. Ich hab einen Reisenden, um keine Scheu ihn einzusetzen. Das Problem ist, ich werde niemals mit dem Ding treffen. Ich schieße ein Quadrat. Ich schieße das. Einfach straight über dich. Hey, ist ja super geflogen. Ich will da weg. Willst du das wirklich? Ich überleg. Ich hoffe, ich krieg das Double Damage und treffe noch einen Bauen. Und nein! Double Damage, ja. Bauen leider nicht mehr, schade. Wow. Ich hab einen Millimeter drunter geschossen. Oh Junge, ich hab zwei hiervon. Da baller ich so fett von einer. Dualroller. Was Besseres kann ich, glaube ich, gerade nicht schießen. Davon habe ich. Nee. Au. Ich kill mich selbst. Ja! Und wie viel Minus Damage? Minus 16! Perfekt! Ich gönn mal! Du hast dein Area Strike gegönnt. Ich hab zwei Maulwurfschügel von dir gekriegt. Was? Was hast du bekommen? Ich hab zwei Maulwurfschügel von dir bekommen! Auch drei! Ich hatte Warum? Auch drei! Ich hab gerade freigeschaltet. Mass of Geometry war. Er hat sich selber getroffen. Das ist Mass of Geometry für den Erfolg, den kenn ich. Oh Gott. Dark hat sich, glaube ich, mit einem Molehill gerade selber getroffen. Weißt du was? Ich schieße jetzt erstmal nur deine Waffen. Maulwurf! Hab ich doch gesagt, er hat sich mit dem Molehill selber getroffen. Ciao! Wo ging der denn hin? Ich hatte gehofft, er fliegt nach oben! Hallo, der Wind war nach rechts! Nö. Wind war nach links. Warte mal, ich probier was. Ich hoffe. Wird nix. Das wird was. Das wird nix. Das wird was! Ja, nee, wird das nicht. Ich hab die Bande getroffen und das von unten. Ja. Das ist auch was wert. Nee, es ist nicht. Jetzt kommt meine Chuchu-Bahn. Sie hat Wo leider. Wo du hingehen? War das der Zug? Sie hat das Gleis verpasst. Nein, er war schneller. Oder? Ich wollte es auch haben. Oh, ein Flummi. Ich war erstmal Overcharge.
Ja, Junge, den Flummi feuert er natürlich weg. Der Suppi-Flummi hüpft einmal mehr. Wow. Impressive. Und der Schaden kann höher sein. Oh Gott. Oh Gott. Kann das eigentlich auch mit Gamepad spielen, Schäfer? Du kannst das auch mit einem Controller spielen. Zu weit. Ich hab extra eine Geisterbombe genommen. Ich spiel's jetzt einfach mit Control. Was habe ich jetzt? Oh, Kometen, da muss ich reinböllern. Die fliegen aber nicht random, ist dir schon klar, oder? Nein. Ah gut, er hat's auch verfehlt. Ich hätte sogar Schaden gemacht. Diese Bande ist super. So, volle Karten dagegen. Kometen. Ich weiß, sie sind einfach nur ein bisschen langsamer. Die haben eine andere Schwerkraft. Aber rasten nicht so aus wie die Monde. Oh, guck mal. Vom Prinzip her habe ich jetzt dieselbe Bahn nochmal. Ein bisschen nach unten ziehen. Und dann treffe ich zumindest mit der Geisterbombe. Er geht freiwillig dahin. Nein. Du wirst nochmal begraben. Das kann doch nur gut werden. Irgendwas trifft schon. Nö. Irgendwas trifft schon nicht. Okay. Irgendwann treffen wir noch Dark. Irgendwann. Dark muss sich ja zum Glück noch einmal treffen. Stampfer! Ja! Und er fliegt sogar perfekt! Eins, 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 eins. Nein! Ich steck fest, ich kann nicht weg! Mein Damage ist immer noch legendär. Aber eigentlich kann ich auf den Berg kaputt schießen und es macht mir jetzt keinen Schaden, wenn ich nicht das Ding vorher treffe. Ja. Twain? Zug! Nein! Oh, ich lebe noch. Meins, 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 meins! Alles kacke. Gottheit! Ich weiß, ich bin Atheist, aber ich vertraue in diese Gottheit. Atheist ist was? Man glaubt nicht. Ungläubig. Also bin ich auch Atheist. Es trifft, was? Ich hab 20 Schaden gemacht. Dass sie stark ist, weiß ich. Die kann übelst rasieren. Einfalls gleich Ausfallswinkel. Ja, mir jetzt kommt er wieder einfalls nicht. Ja, was fällt's? Wenn ich jetzt da oben reinschieße. Ja, endlich. Nein, durch das obere hat's nicht getroffen. Mann, das hast du doch eigentlich schon. Dark ist schwierig. Er ist der beste Spieler, den ich kenne. Da kann ich nur das zu sagen. Das war doch der beste Schuss. Es gab keine andere Möglichkeit, wie es hätte enden können.
Level up! Ich habe Kamikaze freigeschaltet! Oh nee. Danke, nein. Nein, warum so eine Map? Ich muss zum Glück nicht anfangen. Gönn dir mal, wo ich hinschießen muss. Da habe ich nur eine Chance, und zwar das hier. Und zu weit. Ja, wow, was erwarten die, wenn ich da erstmal über die halbe Map schießen darf? Man kann zum Glück haben, oder man kann absolutes Pech haben mit der Scheibe. Los, Ferrero, das ist geschenkt. Ich hab Zuckungen. Wenn ich die einsetze, ich werde sowas von verfehlen. Das ist... Nee, noch nicht, warte. Pinger. Aua. Ich hasse meinen Anlag in jedem Game. Los, meine Kaulquappen! Bitte! Spring drauf! Spring drauf! Spring! Spring, kleiner Frosch! Spring nach rechts! Da sagst du leise Scheiße. Haben wir beide bis zum ersten Schuss überlegt? Nein! Wir durften halt beide über die ganze Map schießen. Und der nächste Schuss! Oh, der hat auch sich überlegt. Oh mein Gott, ja, da sagst du was. Millimeter verfehlt, Junge. Die Scheibe kann doch klein werden, ne? Sie schafft es doch nicht. Stark hat gewonnen. Ja, der war so ein bisschen beschämt. Komm, diesmal ist es ein bisschen leichter. Diesmal müssen wir nicht über den Berg ballern. Ich gehe komplett Whisky. Spatz. So Whisky war der jetzt auch nicht. Ja, der hätte aber komplett wegzucken können. Können diese schwarzen Löcher da bitte weggehen? Nein. Oder zumindest ein bisschen kleiner werden? Oder verteilt einer sein Geld? Ja. Money. Na, hier, my Tommy. Du kannst nebenbei deine Waffen auch noch leveln. Oh, der wollte für hier rum ein Loch haben. Ich komme erst mal rüber. Man kann die Gegner auch hier beeinflussen. Da schieße ich erstmal den Pfeil und Bogen. Raus damit. Ja, gut. Das kann er nicht treffen. Können schon. Es ist nur schwer. Mit dem Flummi vielleicht, ja. Wenn er günstig das Teil da trifft. Smart Snipe. Er hat's getroffen und er hat sogar noch einen Schuss getroffen. Und sogar dich getroffen. Das Nice Shot halt eher mit der Scheibe. Den besten aller Schüsse. Den Big Shot. Ja, die Billo-Waffen, die schieße ich auch erstmal raus. Halt die wir nicht treffen können. Die Subsniper will ich auch so schnell wie möglich loswerden. Ein Knochen? Oh, da kommen Hunde und Katzen runter! Ja, guck mal, ich bin immer noch in der Mitte. Doch, du hast vergessen, die zu füttern. Nee, guck, sie haben mich verfehlt. Ich stehe hier immer noch, als wäre nichts passiert. Ja, ich habe sogar noch getroffen. Siehst du das, wie ich hier stehe, als wäre nichts passiert? Ich glaube, wenn die genau treffen, die Hunde und Katzen, dann machen sie nichts an der Map. Also einer hat dich auf jeden Fall getroffen. Und einer ist weg. War es jetzt Dark, der gestorben ist? Ich bin sowas von weg.
Wobei, noch ist nicht aller Tage Abend. Ich habe noch die stärkste aller Waffen. Regen. Ich muss nur günstig treffen. Ich sage dabei. Willi, hey, es hätte nur weiter... Wenn die Runde übrigens instant vorbei ist, dann zähle ich noch eine dazu. Also, da kommt noch zwei. Weil die erste, die war halt instant vorbei. DJ mal kurz. War das bei dir linked, oder? Nein, ich habe die ganzen Icons vom Gamepad jetzt hier und die will ich nicht haben. Beziehungsweise ich warte noch mal kurz, damit ich hier... Ach, egal, ich bekomme eh keine Belohnung. Ich habe eh nichts getroffen. Nein! Habe ich irgendwas? Ich hab was. Bitte. Nein! Ich bleib hier schön in der Mitte. Da kann man am allerbesten treffen. Ich hab einfach die besten Waffen. Oh, ich muss meine Waffen noch angucken. Okay. Meine Waffen sind einfach geil. Also Juggernaut machen wir jetzt nicht mit so extrem viel Leben. Und dann machen wir vielleicht auch nur zwei Runden. Weil Juggernaut am längsten dauert. Ja, wir machen eine Runde Juggernaut von Juggernaut, wenn er an High Level ist, einfach mal kurz alle one-shotten. Darkest AFK? Nee, er berechnet. Das Breaker Mania! Ah nee, das war eine Zerbrecherkette. Oh, oh Gott. Ich hab uns im Loch gesehen, ne? Ja, ich hab's ja auf Deutsch, deswegen Kette. Also wenn das Ziel irgendwann richtig klein ist, habe ich was richtig. Ich habe mich geplättet. Ich habe die lustigste Waffe für diesen Modus. Ich sehe sie wahrscheinlich gleich. Ja, Pinpoint versucht das zu treffen. Obwohl, wenn es direkt da drüber ist, ist es eigentlich eine recht gute Waffe. Wenn zum Beispiel jetzt über dir eine Bubble ist und direkt da drüber die Scheibe, kannst du Pinpoint machen und dann triffst du. Ich weiß, ich habe auch Hexagon. Aber das ist leider nicht ganz so gut. Warum kriege ich ein Schild? Den brauche ich nicht, behaltet den. Damit du nicht treffen würdest, wenn du nicht Kette geskillt hättest. Ich wusste gar nicht, dass der Bounce das auch abblocken kann. Das wusste ich nicht. Der Bounce hat halt die Tontaubenschüsse blockiert, ne? Ich habe auch Frogos. Noch eine Kette? Der geht halt wirklich einfach darauf, auch immer die Gegner zu treffen. Ey. Ja, kannst ja so deine Waffe auch nebenbei leveln. Ziemlicher Tryhard. Mit dieser Waffe, wenn ich die jetzt abfeuer, dann war es das. Die würden alle bei Dark hängen bleiben. Kann auch sein, dass du rausschießt. Du hast dein altes Ich geschossen. Was habe ich denn, was ich wegwerfen kann? Getting Ram. Habe ich nicht. Das ist so die nutzloseste Waffe, die du hier haben kannst. Ich meine, Betting Ram fliegt vielleicht 1 Zentimeter. Den kann ich noch gebrauchen. Den Dual Roller kann ich nicht gebrauchen. Kannst du mir mal sagen, für was ich Betting Ram hier brauchen sollte? Ich meine, das fliegt 1 Millimeter und dann, ja,
Das fliegt ungefähr ein Viertel der Strecke, wurde mir erklärt. Also ab ein Drittel der normalen Strecke. Ne, beim letzten Viertel, da fliegt er nach unten. Yep, Sky. Jetzt ist nur noch der Dusselclan am Leben. Ja. Man sieht auch nicht, wie viel Schaden wer gemacht hat. Da will ich jetzt ein Hexagon hochschießen. Die platzen erst kurz vor Aufprall, also kannst du ruhig machen. Nice. Ich hab mir die 60 Damage nochmal schön gegönnt. Ich gönn mir einfach die Kiste. Mega-Bauarbeiter... Was soll ich mit Fortify? Das hast du eh unendlich. Deswegen, ja. Das ist halt echt komplett nicht durchdacht von den Entwicklern. Weil du kannst halt Fortify und Overcharge auch halt, durch Kisten bekommen. Dark hat gerade auch nochmal gesagt, einfach, das sollte man halt hier wirklich halt machen, weil hier kannst du die richtig gut leveln, die Waffen. Weil du kannst unten endlich auf den Gegner abschießen und kannst halt trotzdem den vollen Schaden rausholen und so den Waffe richtig gut XP geben. Okay, ich glaube, es ist Zeit für die Waffe. Warum hast du nicht direkt drauf geschossen? Also ich habe auch noch einen. Was? Als ob die einfach die ganze Zeit nur hier hin und her gesprungen ist. Das war echt wie die Waffe einfach nicht dahin ist, wo sie hin sollte. Hast du schon mal so einen traurigen Flummi gesehen? Regenbogen. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Stimmt, einen Regenbogen hatte ich auch noch gehabt, den ich hätte abfeuern können. Hättest du es mir nicht das früher sagen können, dass ich noch einen Regenbogen habe? Woher soll ich das wissen? Hi, Elysium. Na, wenn ich schon sage, dass ich... Ach ja, das hab ich auch vergessen. Du kriegst nochmal extra 5 XP auf die Waffe halt für die Scheibe, ne? Ja, da. Und ich fang an! Was habe ich denn überhaupt? Waren Orbitale von dem Meteor oder waren die von den Monden? Keine Ahnung. Bestes Haus. Noch ist die Scheibe groß. Erstmal will ich die erste Runde überlegen. Ja. Charge könnten wir auch noch mal machen. Nee, Charge ist langweilig. Ging aber schnell. Ja, aber Charge wäre jetzt trotzdem nichts, wo ich sagen würde, dass man das unbedingt machen muss. Weil Charge ist nichts anderes als Deathmatch. Dass du anstatt Schaden zu nehmen aufladen musst. Und du kannst nicht sterben. Das meine ich ja mit Aufladen. Wenn die Scheibe gleich gut steht, schmeiße ich die Orbitale. Und hoffe aufs Beste. Das war Godrace, oder? Ja. Die hätte ich eh nicht treffen können. Eine Waffe, der es eigentlich unmöglich sein sollte, in dem Modus zu verfehlen. X-Angriff. Das streuert 25, so extrem. 25 Bälle. Das sollte eigentlich auch treffen. Ey, der Schuss ist geschenkt. Ich schieße das einfach straight nach oben, die Orbitale. Wenn sie wieder runterkommen in Extremsmodus, dann wissen wir es. Oder sagen wir es mal so. Ja, das sind von den Monden. Ich hatte sogar getroffen. Nebenbei mit so Pistolenwaffen kannst du durch diese Barrieren durchschießen. Es gibt ein paar Waffen, mit denen man hier eigentlich legit nicht verfehlen kann. Oh, glaub mir, ich schaff's trotzdem irgendwie. Du kannst mit dem Kaktusregen definitiv nicht verfehlen. Du kannst... Ich hab's schon geschafft. Aber eigentlich geht das nicht. Oh. Ich hoffe, du hast eine Ballerwaffe. Vom Himmel. Ja, aber die können trotzdem dran vorbeifliegen. Traurigerweise, nee, ich hab keine so eine Waffe, wie ich sie brauche.
Das ist alles, was ich hatte. Wenn der Glock das ignoriert hat, das alles. Ich hab keine Schutzwaffe. Ja, ich sage nur, wenn du es gehabt hättest, das hätte dich gerettet. Ist mir schon klar. Ich meine, wie sollen solche Kugeln durch den Portal gehen oder durchs Schwarze Loch beeinflusst werden? Trifft die Portal? Im Übrigen, ich hab den, die Obstacle ist hochgeschaltet und auf Wind geschaltet, ne? Wenn ich jetzt richtig mache, kriege ich gut XP. Was will ich leveln? Naja, ich kann ja, solange ich warte, Eis essen. Komm, mit der Waffe treffe ich sonst nie. Nice, da stand sogar guter Schuss. Das hat eigentlich so gut wie gar nicht getroffen. Ich hätte den Schneeball auch schießen können. Der Schneeball, eine Herausforderung in dem Modus. Das ist ein Pixel groß. Nur ein Frame. Mit der Kax, mit den Kax 1 Spielermissionen nicht mehr weiter. Die habe ich tatsächlich durch. Ich komme mit Fiesta, Fiasco und der finalen Mission nicht weiter. Oh, Fiesta, da musst du dich in den einen reinstellen. Da gibt es tatsächlich eine Anleitung für, wie du Fiesta machen musst. Ich muss einfach die guten Pinatas bekommen. Komm, ich gehe jetzt Whisky, ich nehme den Schneeball. Ja, ich habe sogar noch die Drohne getroffen. Und treff mich nur selbst! Und ich selber. Ich hab den Schneeball zugeworfen. Ey, der war wirklich gut. Pass auf, beim nächsten Mal kriegst du eine Bombe zurück. Okay. Ich habe zwei Waffen, mit denen, wenn sie am Himmel sind, sollte ich eigentlich relativ safe treffen können. Ich habe eine Glock und eine M4. Tatsächlich habe ich von beiden noch nicht eine Aufwertung, ne? Same. Einfach weil ich die Waffe so selten kriege. Oh. Der hat halt gerade ungefähr den gleichen Schuss wie du, nur ein Portal weniger. Was soll ich aber sagen zu Pinata? Na, no joke, ich hatte Pinata irgendwie schon 100 Matches nicht mehr gehabt oder sowas. Ich krieg manche Waffen auch gefühlt nur einmal im Jahr. Oh, das ist fies! Weil er heißt Deadshot, eigentlich müsste er treffen. RIP. Wenn er der echte ist, müsste er treffen. Und. Nope. Er ist nicht der echte. Oh. Ich habe zweimal die 3D-Bomben. Okay, was schieße ich denn? X-Attack! Wie gesagt, das ist eine Waffe, da kannst du nicht verfehlen in dem Modus. Die 3D-Bombe, die wird ja eigentlich vom Wind kaum beeinflusst, ne? Kaum gar nicht, so wirklich, glaube ich. Das Problem ist, sie fliegt nicht besonders weit. Nur, dass es weiß, die 3D-Bombe ist auch nicht mal sicher, ob die wirklich das Ziel treffen kann. Du musst halt genau drauf schießen. Weil ich weiß nicht, ob es zählt, wenn sie, während sie außen ist, durch das Teil durchfliegt. Und... Nope. So, ich habe versprochen, egal wer jetzt Juggernaut wird, ich setze es jetzt einfach direkt ein. Ich setze jetzt sofort die verdammten Versorgungskiste ein, ohne zu gucken, was ich habe. Ich habe richtig gut. Ich hab richtig gutes Zeug.
ist eine Sache, die ich unbedingt machen muss. Warum? Ich muss das ausnutzen. Hoffentlich funktioniert es überhaupt. Mit einem Flächenangriff könnte ich noch treffen. Weil nur unser Kollege ist halt geschützt. Also du. Ja, hoffentlich funktioniert es, wie ich es gehofft habe. Ja, es funktioniert! Es funktioniert! Und ich habe sogar einen guten Winkel. Ich grab da unten gleich alles aus, ne? Weil ich habe die dritte Stufe von dem Bagger. Ich bitte dich drum, ich muss ihn nämlich mit dem Messer abstechen. Du wirst aber auch ein bisschen schaden. Obwohl, nee, bei der Juggernaut kann man seine Kollegen nicht schaden. Ich kann ohne Bedenken schießen. Kann nur gut werden. Dark, du kannst ruhig schießen. Du kannst ihn nicht verletzen. Nur emotional. Das wird halt einen Riss in seinem Herzen hinterlassen. Hallo, ich will's behalten. Ich hab ihn abgestochen. Als ob das nicht hilft. Danke. Ich weiß nicht mal, ob das in dem Versorgungspaket war, ne? Ich habe einfach instant Versorgungspaket gedrückt, weil ich halt es versprochen hatte. Also, jetzt zwei Runden, egal ob es schnell oder langsam geht. Aua. Ich habe gerade gelernt, Overcharge beeinflusst offenbar nicht so wirklich den Zipper. Nur mit dem Crit, der war einen höher. Er frisst jetzt einen Krieg. Macht aus der Nähe aber nicht so viel Schaden, ne? Egal. So, trifft das? Ich berechne für eine Flotte. 120! Ich habe auch 75 gemacht. Ich bin zufrieden mit dem Tweet. Ich brauche nur drei höher gehen, dann treffe ich. Der Krieg war zumindest besser als jede andere Waffe, die ich hier hätte abfeuern können. Dann habe ich endlich die dritte Stufe. Oh, da kommt eine Spinne. Der spielt risky. Au! Nee, ich wurde auch noch getroffen. Hilf mein Schild. Los, meine Killerflotte! Wieder der Erste, der tot ist, ne? Pfeffer. Vor allem, ich bin der die ganze Zeit im Nahkampf gegen ihn kämpft. Ich habe noch ein vierblättiges Kleeblatt, das schieße ich gleich auch einmal. Ich bin's halt lustig, du bist fast tot, obwohl ich im Nahkampf gegen ihn kämpfe die ganze Zeit. Ja, der versucht ja auf die Gruppen zu gehen. Ist auch nicht so eine schlechte Idee. Wir haben ihn nur auf die Hälfte runter tatsächlich, ne? Ja, aber ich bin jetzt gleich out of good weapons. Pam! 45. Ich erinnere mich noch, wo ich dich damit fast Insta gereckt habe. Okay. Da kommt eine Seemöwe. Aua. Aua. Ich krieg ein Geschenk. Du Hackerboy. So, jetzt brauche ich ja keine Streuwaffen mehr hier verwenden. Keine Ahnung, ob es trifft. Ich hoffe es einfach mal. Ich kann es echt scheiße einschätzen. Vielleicht ist er lucky, vielleicht auch nicht. Ja, 77! Das hat mal Schaden gemacht. Alle Fleaks getroffen und jetzt guck mal, wie wenig Schaden ich nur gemacht habe. Ja, die machen Schaden, umso weiter sie fliegen. Wenn du sie aus nächster Nähe abschießt, machen die kaum Schaden.
Die können maximal 5 pro Teil machen. Ich habe so viel über mir. Gleich kommt die Superkatze. Bin tot. Eine Superkatze. Komm, nutz meine Waffen, nutz sie! Ich kann sie nicht aufheben. Und ich hoffe, ich treffe nicht den Felsen vor mir. Ich glaube, du triffst den Felsen. Klein. Selber schaden kann man sich, man kann nur seinen Teammates keinen Schaden machen. Trickshot! Nö, getroffen. Aber Junge, mein Damage 6-9. Trickshot nicht getroffen. Ich habe einfach 6-9 Damage. Ich versuch's ja mit dem Musikwechsel, aber irgendwie klappt das bei mir nicht. Wahrscheinlich aktualisiert sich das erst, wenn ich hier einmal rausgegangen bin. Ey, guck mal, welche Waffe ich habe. Der Kauf hat sich wahrscheinlich überhaupt nicht gelohnt. Welche Waffe ich habe? Ich habe nämlich den Cutball. Also, die kann Schaden machen. Ja, aber sie ist an der falschen Stelle, dank dem Portal. Also, der Ortball selbst hat keinerlei Schaden verursacht. Aber sie wäre perfekt gelandet, tatsächlich. Und warum ist Deadshot eigentlich schon wieder der Juggernaut? Warum ist er in einem Loch? Ach so, wegen Musikwechsel ist er rausgegangen. Ja, dann macht sich das halt echt nur, wenn man hier rejoint. Danke, genau in meiner Schussbahn. Nee, das akzeptiere ich nicht. Danke, weißt du, was ich nicht akzeptiere? Dass da ein Portal genau in deinem Gesicht ist? Dass ich mir den Schwarz eventuell nicht treffe, das akzeptiere ich nicht. Ich will jetzt maximalen Damage mit maximaler AOE. Dann treffe ich ihn. Nope. AOE war da, aber nicht genug. LOL! Also das war ein guter Schutz. Ja, war das geplant? Das sah irgendwie nicht so ganz geplant aus, der Trickshot. Aber der war ein nice, der Schuss. Oh nein, bitte nicht. Ja, er hat verfehlt. Ich kann die Drohne tatsächlich mittreffen. Grande Finale. Ich kann. Muss nicht sein. Also das war der Plan. Dann auf jeden Fall ein nicer Schuss. Wie stark da hochgekommen. Er ist ein Gott. Ich sag euch, treff sie! 23 Damage, wow. 125! Und das mit dem Geschütz. Normalerweise macht die nicht so viel. Aber es hat halt alles getroffen, plus die Drohne. Und dann hat die sogar noch ein paar Crits. Unser Kollege hat noch einen Nuke. Was? Der Kollege da hinten hat noch einen Nuke. Ja. Au! Ah. Dr. 3 am Morgen. Ich gehe ein bisschen mit der Stärke runter. Und nehme jetzt extra irgendwas erstreut. Füße. So, und jetzt muss ich nur Bambusel haben. Ja, ich hab Dusel. Ich hab meine Kaktuse getroffen. Ich hab nichts getroffen. Perfekt. Ha, schlecht. Ja, ich musste da hinten weg. Der hatte meine Schussbahn. Ja, immer auf den Streamer.
Ich hab's beim letzten Mal schon gesagt, der Stream stirbt immer als erstes. Kann ich wenigstens was trinken? Ich bin gerade dabei, Eis zu futtern immer noch. Oh Junge. Bitte prall drüben ab. Ja. Nein. Ist von der falschen Seite abgeprallt. Nee, er ist nochmal auf der anderen Seite abgeprallt, deswegen. Ihr schafft das, ich glaube an euch. Das muss genau treffen. Ich weiß nicht, ob der Strahl nach oben Schaden machen kann. Wäre mir auf jeden Fall neu. Oh, was? Da kommt ein Wasserballon. Ich hatte das Trio davon. Ich muss den Streamer muten. Was machst du? Das war keine Drohne. Achso, er wollte die Drohne. Das war schön, das Item aus ihm rausgeschossen, also die Münze. Ich sammle Geld. Warum gucke ich meine Waffen an? Ich bin eh tot. Keine Ahnung. Für den Stream. Die Waffe ist immer schön. Die trifft immer. Die da wäre? Das war der Botter. Der macht sich entweder in der Nähe von Gegnern auf oder kurz vor Aufprall. Und dann schießt er in Richtung Gegner. Ich werde den Typen sowas sagen. Dann versucht wieder einen Trickshot. Mit der Möwe. Das bringt ihn aber nichts. Ich will versuchen, hier Deadshot vorher zu töten. Warum nimmst du sowas? Mein Kill. Geld! Der wird bestimmt egal, nicht toxisch. Der wird 100% nicht toxisch sein. Ja, vor allem du hast ihn bei dir im Team. Och, das geht schon. Ich hab einen Double Grinder. Ich baller das Ding jetzt so hart weg, ne? Ich glaube, ich habe schon zu weit geschossen. Das ist halt wirklich eine unfaire Map, weil der kann zu uns die ganze Zeit runterrollen. Ja. So ist die Map. So ist das Leben. Und er holt sich Atombombe. Ich hätte es tatsächlich getroffen. Komm, flieg darüber! Nee. Zumindest kann er jetzt nicht mehr einfach zu uns runterrollen. Wir müssen unser Tor theoretisch hochpushen, aber ich habe nichts im Pushen. Weißt du, was ich mache? Hast du irgendwas zum Bauen da? Wenn ja, dann baue das Tor bitte hoch. Nee, ich habe nichts, ich mache aber den ganz lustigen. Okay, Dark fragt auch schon, dann ist gelaufen. Schade. Wäre der Ball bei dir gespawnt und ein bisschen früher, dann hätte ich den sogar noch weggekickt. Okay. Der wird jetzt richtig hart wegfliegen. Kleines bisschen tiefer, dann wäre er tatsächlich gut geflogen. Mann, ich will den Ball einmal richtig saftig wegballen. Da war gerade eine Cristiano Ronaldo-Anspielung. Einer der wenigen Fußballspieler, die ich kenne, weil sie irgendwer immer ständig erwähnt. Cristiano Ronaldo. Generell gucke ich eigentlich keinen Fußball oder sonst irgendwas. Ich auch nicht. Ich habe nur die WM 2014 gesehen. Da kann man manchmal was Schönes drin sein, ja.
Ich hab nur die WM 2014. Oh mein Gott, ja! Wer hat's gemacht? Finale. Ja, war ein Tor-Trading. Ha! Der fliegt nochmal. Ja, ich hab's genau abgepasst. Ich hab's perfekt hinbekommen, dass mein David Bowen da den noch getroffen hat. Jetzt fliegt er rüber! Ich hab sogar noch einen Schwarz. Ja? Ja? Ja, komm, bitte! Bitte! Nein! Das ist so kacke mit dem Berg. Ja, der fliegt richtig weit weg jetzt. Hoffe ich mal. Junge, ich hab zweimal Mad Bird, ich hab zweimal. Ich würde ja bauen, aber ich hab nix. Ich hab einfach zweimal Mad Bird und zweimal Spaß. Ich hab die zweite Version. Der ist nicht weit geflogen. Ich hab mich mal runtergebaut. Warum? Warum nicht? YOLO! Ich meine, von hier unten kann ich den Berg oben abbauen. Ich hab noch eine coole bei uns gemacht. Wenigstens verschwindet der Berg. Sag ich so, jetzt habe ich mich hier reingegraben, jetzt muss ich mich auch wieder rausgraben. In der Theorie ist das gut für euch. Was? Unser Level 1 ist geflüchtet. Toxic halt. Ich wäre an seiner Stelle drin geblieben, egal ob Win oder Lose, er hätte was davon gehabt. Nee, Stark, das du baust, ja ich schieße? Nee. Wir haben ja beim letzten Mal schon gelernt, dass ich echt gut im Tore machen bin. Nur leider waren es alles Eigentore. Oh ja, Junge, der Ball ist bei mir. Bitte haut ihn nicht weg, ich will ihn nicht verlangen. Kommt schon. Ich will ihn mit einem Spaß weghauen. Ich hab nix. Ich kann nur das hier machen. Spaß wird lustig. Ich kann nur ein Timing schießen. Mach das. Ich glaube an dich. Bitte schießt mir den Ball nicht weg. Du Sau. Nein. Also so schlimm ist es gar nicht, dass bei uns jetzt einer raus ist. Es geht schlimmer. Für den Spaß, lieber Ballotten. Bitte richtig fett AOE und Damage, damit er schön fett fliegt. Ja, Junge, ich habe ihn getroffen. Hi, Ball. Hallo. Da liegt er gut. Ja, Ball ist safe. Ich habe den Ball gesaved. Nicht bedingt. Nee, nicht wenn du Mond hast, ich weiß. Anders treffe ich den nicht. God, wo er ist? Nee, ist ein Blitz. Nee, Blitz. Ich hab das nur so ganz kurz viel gebracht. Gesehen, ja. Oh ja, danke. Danke, ich kann den spaßen. Ich werde ihn sowas von spaßen. Wir brauchen Tore, Dark. Der hat sich null bewegt. Jetzt hat er sich bewegt. Der hat sich teleportiert. Der Spaß hatte zu viel Power. Ich mach den Berg mal weg. Also, ja. Ich weiß nicht, was ich zu dem Spaß sagen soll. Der hat den Ball wirklich deleted. So, ich hätte den Berg mal ein bisschen reduziert. Wo ging der denn hin? Ja, ich wollte den Berg runter machen. Hätte ich da hinten draufgeschossen, der wäre in unser Tor geflogen. Breakermania, Breakermania. Bei uns wird jetzt gleich nichts mehr stehen. Wohin bin ich hier jetzt hingefahren? Der war jetzt in dir. Ich kann den hier machen. Messer ihn. Messer den Ball. Nee, ich schieße einen Eindringling.
Ja, Eindringling hat ein Eigentor geschossen. Ich gewinne die Challenge! Doppel-Eigentor! Junge, ich habe noch nie jemanden so idiotischen gesehen, der es einfach schafft, zwei Eigentore zu ballern. Ich habe die Challenge gewonnen! Die Ghostbomb hat den Ball immer noch getroffen, obwohl die Ghostbomb ganz am anderen Ende der Welt war. Warum hat sich der Ball weit bewegt? Ich hab doch gesagt, ich gebe die Challenge. Der Ball hat sich echt weit bewegt. Du blöder Ball, jetzt flieh doch mal ins andere Tor. Nee, er fliegt wieder in deins. Junge, ich werde jetzt nochmal zum krönenden Abschluss was machen. Zum krönenden Abschluss muss das nochmal rausgehauen werden. Junge. Challenge gewonnen. Hast du gesehen, wie ich den Ball weggeschrotet habe? Ich glaube, ich habe 3 Eigentore. Hast du gesehen, wie ich den Ball nochmal zum Ende richtig fett in euer Tor geschrotet habe? Eine Runde ist noch. Das war noch nicht das Ende. Ja, aber... Das war ein richtig guter Abschluss, finde ich. Oder? Was meinst du? Ich schieße jetzt extra komplett nach oben. Hier kommt er ja raus. Ungefähr. Dann kann ihn vielleicht noch im Nachhinein treffen. Nö, nicht wirklich. Eigentor? Ja. Na Junge, jetzt gönne ich nochmal den allerletzten Abschluss. Der Ball, der wird gleich nicht mehr existieren. Das in deine Hunde geschafft. Hier, der Ball wird jetzt nicht mehr existieren. Guck mal, wie der gleich wegteleportiert wird. Ich hab noch eine Ehrentor gemacht, ja. Niemand schafft so viele Eigentore wie ich. Ich hab auch nochmal ein Tor gemacht. Nicht, leider. Nicht ganz, schade. Oder? Doch, ich hab ein Tor geschafft. Yay. Warte mal. Wir haben gelernt, ich schieß jetzt ganz leicht. Warte. Wow, ich bin hier unten, ey. Nee. Ich schieß ganz leicht. Du bist König der Eigentore. Guck mal, wen ich genau getroffen habe. Ich bleib. Ja, wenn ich eins kann, dann Eigentore. Wenn ich eins kann, dann den Gegner treffen, obwohl ich es nicht will. Warum habe ich leider diesmal keinen Five-Ball dabei? Ich könnte Five-Ball, wenn du genau in den Ball stehst und einen Five-Ball reinballerst, der Ball teleportiert sich wirklich weg. Ich hätte auch noch eine Wand, die ich schießen könnte für uns. Ich hätte nix. Als ob. Ja, die brauchen halt lange, ne? Ich hab halt nix. Ich kann nur noch weiter runter prügeln. Blätter! Danke. Du hast denen mal wieder eine Vorlage gegeben. Wir werden nicht verlieren wegen dir. Es war kein Eigentor. Nee. Hat ja nur schon 2 gemacht. Könnt ihr auch ein Eigentor machen, bitte? Nee, weil sie jemanden haben, der viele Bauskills hat. Ich kann bei uns eine Mauer bauen. Weißt du, was ich machen kann? Sticky Bomb. Ich mach mal bei uns eine Wand. Oder soll ich deren Berg wegräumen? Den Berg weg wäre besser. Da habe ich leider nur Sinkhole. Hauptsache, der Berg ist weg. Ich mach bei uns jetzt eine Wand. So, der Berg ist zumindest weg. Wir können das Tor jetzt genau treffen. Ich habe meine Mission gemacht.
Ja, ich schaffe meine Mission mit dem Eigentor noch. Ich habe übrigens zweimal Kakteenhagel. Kann nur treffen. Ich habe Wacky Cluster. Ich kann den Berg noch besser wegmachen, glaub mir. Ich habe noch eine Auskraft. Ich mach den Berg. Als ob der Narb ein Tor gemacht hat. Schießt du den Ball, weil ich mach nur ein Eigentor. Und ich baller da jetzt eine Ausgrabung rüber. Ich hau einen Sunburst in den Ball rein. Der wird jetzt wegfliegen. Die Ausgrabung wird jetzt richtig eskalieren. Guck dir mal an, wie jetzt hier der Ball eskaliert. Durch meinen Sunburst. Ey, ich sollte aber eigentlich nicht möglich sein, dass ich jetzt ein Eigentor schieße. Ich sollte aber auch nicht meine Eigentor-Skills unterschätzen. Ich habe gerade eben 5 davon geschafft. Das ist auch ein Talent. Benny Kilian ist auf da. Geh mal, guck dir den Ball an. Ich habe da hinten mal ein bisschen was ausgegraben. Das war überhaupt nicht übertrieben, der Ball, oder? Er ist aber in keinem Tor gelandet, tatsächlich. Ja, aber ich habe ihn richtig fett weggefeuert mit meinem Sunburst. Also Sunburst ballert den Ball auch gut weg mit hoher Geschwindigkeit. Komm, ich kann doch nicht das einzige Eigentor-Genie sein. Doch. Ja, oh, Junge, der Ball ist direkt hier bei mir. Ich kann richtig schön Pfeffer in den Ball rein. Warte, da passiert noch was. Nö. Ich pfeffer jetzt Pfeffer in den Ball. Ich schieße einen Kakteennagel rüber. Ich mach deren Berg kaputt. Junge, Pfeffer, let's go. Der Ball hat sich einmal über den Screen teleportiert. Ich glaube, ich mach deren Tor gerade gefährlicher. Ich kann da links tatsächlich noch drauf schießen. Dann ist er auf jeden Fall kleiner. Der Ball ist gerade halt links aus dem Screen raus und einfach rechts in dem Screen wieder reingekommen. Der hat sich einfach teleportiert. Ihr streitet euch aber auch wirklich um den Ball. Also wenn du Sachen hast, die viele Projektile schießen, dann kannst du richtig gut damit draufhauen. Da habt ihr euren Ball wieder. Ich hau da jetzt sowas von Wacky Cluster rein. Der Ball wird wieder richtig wegfliegen. Blumenstrauß darüber, ich mach den Berg kleiner. Wacky Cluster. Wow, der ist einfach nur 90 Grad nach oben geflogen. Ich bin nicht schuld. Ich schieß gerade extra nicht auf den Ball, damit ich bloß keine Eigentore mehr mache. Mein Wacky Cluster hat den Ball halt einfach nur wieder korrigiert. Ich habe aber nichts mehr, um den Berg wirklich zu schaden. Ich hätte nur noch ein Gräbelchen. Mit dem Kakteenhagel treffe ich das Ding kaum. Das ist den Ball. Aber du und Ball ist keine gute Kombi. Wow, geil. Guck mal, wo der Ball wieder ist. Warte, der springt noch. Der wurde in der Luft gerade getroffen von einem Spar. Ah! Diese Wand! Du schießt Gravies, sowas habe ich auch. Mehr kann ich die Wand nicht beschädigen. Ich habe getroffen. Gemacht hat's aber nicht viel. So, mit ein bisschen Glück machen sie jetzt mal ein Eigentor. Ich kann die Wand nicht mehr weiter wirklich runterballern. Die steht schon so ganz gut. Jetzt kann ich auch wieder auf den Ball schießen. Ich schaffe die 7-0 noch. Oh Junge, ich hau einen richtigen Banane. Ich mach richtig Banane jetzt. Richtig Banane schieße ich jetzt einfach. Ich habe auch eine Banane reingeballert. Die Banane hat sogar fast ein Tor geschossen. Ich habe sogar einen XP bekommen. Der Ball ist gefährlich für die jetzt. Den könnten sie jetzt ins Tor schießen. Wenn sie es falsch machen, landet er im Tor.
Ja, wenn Maxi zuerst trifft, das hängt ja auch davon aus, ab, aus welcher Richtung der den Ball trifft. Maxi schießt 90 Grad. Oh, unter dem Verband juckt es so extrem. Chicken Fliegen. Jackpot. Oh, weißt du, was ich jetzt einfach mal versuche? Guck mal, dass du den Boston, dass du ein bisschen raus bist, du den Ball hittest. Ich will jetzt mal was ausprobieren, ob das funktioniert. Ich habe einen Kakteenhaken. Ja, ob ich Glück habe. Mich interessiert, ob ich Glück habe. Wahrscheinlich nicht. Glaube ich auch nicht, aber ein Versuch ist es wert. Ich meine, ich habe zwei davon. Ja, mehr verlieren können wir eh nicht. Ich muss die 7-0 noch schaffen. Ich muss noch zwei Eigentore machen. Das ist mein Job. Ich bin Geheimagent offenbar. Ich arbeite nicht für mein Team. Das tust du ein. Beim letzten Match nicht. Hallo? Jetzt ist unser Kamerad AFK. Oh, er hat mich wieder getroffen. Ich hab ein Tor geschafft! Siehst du, wo der Berg von Molehill gemacht wurde? Bei dir. Nicht über mir, unter mir. Ich sagte doch, nicht. Als Finale habe ich die ultimative aller ultimativen Waffen. Du hast jetzt den Ball landet wieder neben mir. Einfach weil es ein guter Abschluss ist, muss es sein. Ich habe halt nichts mehr, ne? Ich könnte den jetzt instant da reinschießen, wenn ich mich jetzt gut positioniere. Das kann ich nicht. Warum? Ich habe keine gute Waffe. Oh, der Doktor ist ein Deutscher. Komm, den musst du einlochen. Ich spawn campe. Wir machen jetzt mindestens 4 Tore und gewinnen noch. Ich schieße eine Tarante, das kann nur gut gehen. Wir machen jetzt 5 Tore. Ja, Kilian ist AFK. Hast du eigentlich heute nach dem Spiel irgendwie noch Zeit oder willst du danach ins Bett? Ich kann eh nicht wirklich viel spielen. Ich kann nur Spiele momentan spielen, die mit einer Hand gehen. Oder Spiele, wo du nicht unbedingt so extrem die andere Hand brauchst, meinst du wohl? Welche Hand ist das überhaupt? Die rechte. Auch nach der Maushand? Ich habe die Maus mir extra so hingelegt, dass ich sie auf der linken Seite habe. Wir könnten eventuell irgendwie vielleicht... Nee, wird nicht. Eine Runde Pummelparty würde nicht gehen. Pummelparty kannst du mit meiner Fratzhand gerade komplett vergessen. Ich kann die Hand nicht wirklich schnell bewegen. Ich habe Dark im Team, ich kann nur gewinnen. Du hast den AFKler im Team. Er ist doch wieder zurück, jetzt ist er nicht mehr AFK. Der war auch vorher nicht AFK, hat einfach nur nichts mehr gemacht, weil er gesehen hat, das bringt eh nichts mehr. Deswegen hat er nichts gemacht. Keine Sorge, ich versenke den. Der AFK. Ich versenk den! Lass mich schießen, das wird auf jeden Fall ein Tor. Ich hab übrigens nichts zu bauen, ne?
Ich habe meine Wurfsterne. Und ich hätte einen Rambo. Und dann wäre traurig, wie dieser Dr. 3AM halt wirklich denkt, dass ich einen Nuke habe. Hm? Ach, fragt er dich die ganze Zeit, oder wie? Nee, der Typ meinte, dass... Der Dude meinte von wegen, dass der das... Dass er da eine dieser Dinger wegnimmt und ich mich um ein anderes kümmern soll mit einer Nuke. Aber du bist Level 64, du hast noch keine. Ich weiß, aber so blöd, der ist halt scheinbar ein bisschen blöd. Auch wenn er deutsch ist und Level 92. Ich mach den Berg ein bisschen weg. Was Besseres kann ich gerade nicht machen. Was für Spiele werden außer Shellshock sonst noch gehen? Lass das wenn nach dem Stream dann besprechen. Okay. Mann, ich sehe gerade, ich habe wieder keine Dings dabei. Keine Schrotflinte. Ich habe den Ball sogar ganz leicht getroffen. Da hinten bei euch ist nichts mehr, ne? Ich weiß. Hab ich auch ein Feuerwerk? Nein. Und ich komme hier nach wie vor nicht hoch, oder was? Du schaust, dass ich glaube an dich, so nur baller den Berg weg. Schaden gibt's keinen. Ja, ich habe aber auch nichts, um den Berg wegzuballern, außer mein einziges, was Schaden an irgendwie Bergen und so machen kann, ist das hier. Und das war's. Interessant, wie weit du durchgeschossen hast durch den Berg. Ja, ich weiß. Eigentor? Eigentor. So, jetzt komm ich. Jetzt komm ich und mach das ultimative Tor. Wir müssen gegen euch gewinnen, weil du bist Mr. Eigentor. Jetzt! Du bist Professor Dr. Eigentor, du musst das machen. Das wird der beste Schuss von allen! Es ist kein Eigentor. Bisher. Ein Eigentor? Nein, dein Glück ist es nicht. Ich komme hier immer noch nicht hoch auf den Berg. Okay, dann muss der Berg dran glauben. Wenn ist gegangen. Nicht, guck mal, ich schieße durch den Berg durch. Ich kann den Berg nicht mal wegschießen. Ich könnte versuchen, den kleiner zu machen. Ich habe einen Wurfstern. Okay, Der Ball. Ich will hier einfach nur weg. Den muss ich abschießen. Kaktus! Das war fast wie ein Eigentor. Als ob du den genau auf der Spitze erst liegen lassen. Guck mal, das musst du auch erstmal hinkriegen. Weißt du, was ich erstmal hinkriegen muss? Ich würde dir helfen, aber das lohnt sich für mich nicht, wenn der Ball dich liegt. Weißt du, was ich hinkriegen muss? Strobi! Warum hast du den nicht genutzt zuerst? Ich wollte den gerade eigentlich auf den Ball feuern. Eigentor! Ich bin nicht der einzige Spezialist. Ich bin nicht der einzige Spezialist. Ja, ich schick den Ball mal rüber. Ja, tust du aber. Nein! Das ist jetzt nicht meine Schuld, der Outball hat zurückgeschoben. Und Eigentor. Das ist nicht meine Schuld. Leider doch kein Eigentor. Es ist zur Hälfte meine Schuld. Weißt du was? Der Outball hat's wieder zurückgeschoben, ansonsten wäre der drin gewesen. Wacky Cluster. Alter, wenn der erste jetzt dahinter landet, ja, dann trifft der Ball nämlich nicht. Wacky Cluster hat getroffen, aber leider kein Tor. Junge, der Ball fliegt einfach immer komplett weg. Ich gehe ein bisschen höher. Und dann gucke ich mal, wie sehr der Rambock eskaliert.
War ich das? Ja, vermutlich. Eigentor bist immer du. Das kann niemand anders sein. Läuft. Ich verfehle, weil ich nicht weiß, wie das nochmal war, dass man den Rand des Kreises trifft mit 100 Power. Mit 86. Ja, ich verfehle. Wo landet der jetzt? Im Tor. Und? Ey, unentschieden. Noch nicht. We got that you are right now. Ich glaube, du triffst eher das Tor als ich. Also mach ruhig. Hey, du bist doch so ein Arschloch. Ich bin dran. Ich schieß extra so, dass er verspätet ankommt. Ja, Junge, ich kann da richtig reinsporten. War wirklich knapp. Ich werde den Ball eh nicht treffen können. Ausgesetzt, ich mach nicht zufällig den hier. Ich schieße immer so, dass er lustig rumfliegt und dann hoffentlich im Gegner Tor landet, aber irgendwie landet er dann immer bei mir. Guck dir mal den Ball an, der laggt wieder. Ich hab ihn zu sehr geprügelt. Und drin. Nee, du nicht. Wir nehmen jetzt ganz leicht treffen. Leicht? Die Frage ist, wie wollt ihr ihn leicht treffen? Du schaffst das, ich glaube an dich. Er sagt, so treffen wir ihn ganz leicht. Warte, ich schieß extra die Kaulquappen, weil die brauchen ein bisschen. Mal gucken, wie das ausgeht. Ja, Challenge gewonnen. Ja, spielt immer alles aufs Eigentor. Ich mach's Scouter. Hast du das geklippt? Oder wie? Was? Hast du das geklippt? Was geklippt? Also ihr dürft ruhig Clips machen. Ja, zur Not kann ich das klippen. Also ich hab's mal Clip des Jahres tatsächlich sogar ein paar von meinen Clips reingesendet. Vielleicht sind sie ja dabei. Was für ein Clip, ne? Wo schreibt ihr Dark eigentlich die ganze Zeit? Meistens im Teamchat. Flummi, wird lustig. Ja. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Ich hätte da hinten tatsächlich sogar getroffen. Aber weißt warum ist er am Ende so schwach gesprungen? Das ist meine allerletzte Power, die ich habe. Nee, zweimal schießen hat noch jeder. That's all I got. Und boom. Komm, komm, ich will das Eigentor machen. Ja. Komm, jetzt musst du auch noch eins machen. Warte, ich schieß dann Spalter rein. Jetzt müsst ihr auch noch eins machen. Komm schon. Ich schaff das noch irgendwie, keine Sorge. Wow, so viel zu, du schaffst das schon.
Oh ja, ich darf noch mal schießen. Aber ich finde das so schön. Also das mit den Fröschen, das klippe ich auf jeden Fall. Das war gut. Oh Junge, ich kann dort auch wieder genau ein Lightning reinballern. Weil erst macht Dark den wunderschönen, das wunderschöne Tor. Und dann schaffst du es, meine Frösche, irgendwie noch ein Eigentor zu machen. Und zwar komplett ohne Hilfe. Ja, ich habe den Ball getroffen. Wenn wo er jetzt auch reingeht, ist es mein Verdienst. Ja, das Problem ist, beim Zipper, da fliegt er nicht. So. Ja, viele Portale. Also, du musst jetzt immer vorher in ein Portal schießen und erst dann machst du Schaden. Ted Pulse. Ich sehe gerade, ich hätte auch Frogus gehabt und nicht nur Ted Pulse, aber der hat einfach die Ted Pulse ausgewählt. Beziehungsweise. Ja. Ich habe jetzt schon geschossen, das große Finale. Ich treffe sogar! Ich habe auch getroffen, Frösche. Ich habe dich getroffen. Ach ja, und die Portale können jedes Mal anders stehen. Aber ein paar, eins bleibt immer über eine Runde da, wo es war. Also man kann es in der Theorie berechnen. Mehr Frösche, weil wir noch nicht genug Cowlkroppen hatten. Ich glaube, es wäre besser gewesen, hätte Dark das Ding mitgenommen. Okay. Man kann an der Größe das einschätzen. Das ist mit dem verbunden. Die haben leider die gleiche Größe, deswegen kann ich die nicht einschätzen. Und die beiden sind verbunden. Wenn ich in das da leicht treffe, dann könnte ich doch in der Theorie auf euch da hinten treffen. Also du kriegst gleich ein paar Frischis ab. Ach so, ich bin dran. Ich habe noch gefehlt. Ich war im falschen Modus drin. Ich dachte, Team schießt. Ups. Erstmal ein Jahr berechnen, ne? Nein, sterbe. Das ist mit dem verbunden, oder? Das ist echt nicht so leicht, das herauszufinden, welches mit welchem ist. Ich lasse es in das da unten mal droppen. Also zwei Portale sind immer kleiner als alle anderen, aber alle anderen sind gleich groß. So, mal gucken. Oh, ich hab's verfehlt. Oh, ich hab Dark mit der Spider erwischt, aber leider keinen Schaden gemacht, weil die Spider zu blöd war. Ich bin nicht dran schuld gewesen. Oh Junge, ich baller sowas von Hexagon durch irgendein Portal. Ich schmeiß die Guppies da durch. Bitte nicht die Guppies, die One-Shotten mich. Die One-Shotten, Scared tatsächlich. Also Scared muss nur getroffen werden. Wenn es schnell geht, können wir vielleicht sogar noch Charge machen. Sage ich jetzt mal so nebenbei. Naja, sagen wir es mal so, die Guppies im Wasserbeutel machen 10 Schaden oder so. Ihr müsst noch schießen. Es schießen alle. Oh. Wo landen meine Guppies? Wo ist mein Hexagon gelandet? Ach so, das ist rausgeflogen. Ich habe keine Ahnung, wo mein Zeug gelandet ist. Weißt du, wovon ich keine Ahnung habe? Wo das hier landen wird? Ich schieße nach oben. Da sind so viele Obstacles, irgendwas wird es schon treffen. Explosion dagegen. Ja! Ja! Traurigerweise, ich habe legit kein einziges Portal auf meinem Weg getroffen, bis mein Feuerwerk aufgeprallt ist. Was war das denn für eine kranke Schlange? Alles, was man tun muss, ist diese scheiß Portal treffen. Aber das ist nicht immer so einfach.
Vor allen Dingen, wenn da mehrere die gleiche Größe haben. Was tut das alles andere? Ich hab dir mal Screenshot von meinem Schuss mit dem Feuerwerk geschickt. Hm? Das ist genau durch die ganzen Portale durch. Ich mach jetzt den hier. Der wird hundertprozentig treffen. Habe ich gerade eigentlich was getroffen? Ich war gerade auf Discord. Weiß ich nicht. Ghostbomb! Ich kann auch nicht auf jeden Schuss achten. Aber mit dem Kampfschild, ich sollte auf jeden Fall treffen. Weil der trifft ja automatisch. Nur keine Ahnung, warum ich den jetzt oben rausballer. Oh, Rage! Au. Das ist auch so eine Level 90er Waffe ungefähr. Okay, da kommt der raus. Ein bisschen schwächer zielen. Nee, warte, eigentlich will ich stärker. Um 2. Dann könnte ich dich vielleicht mit der Sniper treffen. Obwohl, Keimling wäre besser gewesen. Da kann aber auch ganz lustig sein, der Modus. Habe ich getroffen? Nee. Okay. Der ist mit dem verbunden. Ich schieße in diesen Winkel. Und hoffe, dass mein Keimling trifft. Das Schöne ist halt, dass ihr beide damit One-Shot werdet. Wenn ich einen von euch treffe. Das Problem ist, ich werde wahrscheinlich nicht treffen. Er hat gerade eine Atombombe bekommen. Nein, ich habe es nicht bekommen. Kennst du das? Kriegst gerade eine Mega-Null und genau dann stirbst du. Hier kommen meine Hähnchen. Ich hoffe, du hast Hunger. Nee, mein flacher Mann hatte ich schon vorhin. Da kann ich gerne drauf verzichten. Okay, nichts getroffen. Waffen. Und du bist RIP! Du bist RIP! Ich hab ne Drohne! Ich weiß, dass ich RIP bin. Pepperoni, Pepperoni. Wir haben beide eine Drohne! Four Teams, wer wird gewinnen? Ich bin mit Kit. Ich bin mit Dark. Oh, da steht Kit echt gut. Ich kann einfach so losfeuern. Ich hoffe einfach, dass es sich nicht schon vor dem Portal aktiviert. Was? Ich habe eine Heavy-Drohne. Was Besseres kann ich gerade nicht schießen. Ich habe eine Spider. Was sagen sie dazu? Hier ist mir treffen. Ich hab sie rausgeballert. Ich Aua! Boah, ich hab dich noch getroffen zweimal. Ja, mein Kollege hat mich mit Zügen erwischt. Ich schieße jetzt einfach mal Summoner, vielleicht treffe ich jemanden. Denn Summoner macht Damage. Okay, was nehme ich? Wacky Cluster. Ich nehme die Störungskombi. Ja!
Der Summoner liegt genau neben dir. Aua! Ich habe sogar noch zwei Summoner getroffen. Ja, ich sollte dich mit Pfeil und Bogen treffen. Das wird wehtun. Ich weiß nicht, welches Portal welches ist. Boah, Junge, ich hab genau Kid getroffen. Ja, ich bin tot. Es wäre schön gewesen, wenn mein eigener Kollege mich nicht zweimal versucht zu vernichten. Kann es sein, dass ich gerade zwei Arrows in die Fresse bekommen habe? Kid hat einen Pfeil auf Dark geschossen. Und ich hatte halt deine Flugbahn gerade und wir haben uns halt genau gleich bewegt. Es wäre nur schön gewesen, wäre ich nicht mit dem Zug erst auseinandergenommen worden von meinem Kollegen. Ich habe mich nämlich gar nicht bewegt. Ja. Das finde ich schön. Dieses Ergebnis finde ich toll. Das war ein gutes Ergebnis. Wir uns hier beim selber gekillt haben. Der Stern war ein Luckshot, tatsächlich. Ich bin hier hinten alleine. Ja. Ich kann nur mit dem Trick rüberschießen, anders geht's nicht. Ich treff garantiert irgendwen. Ich schieß die Wüste rüber. Ich treff irgendwen. Ich schieß einfach die Wüste und hoffe aufs Beste. Was meinst du, wen treff ich? Das entscheidet die Drohne. Okay, es soll Dark sein. Ich hab den Graben noch weitergezogen. Danke fürs Follow. Super Loot. Warte mal. Ich schieß Frogus zu dir. So. Alles berechnet. Hallo. Ich könnte nicht treffen. Aber du machst ich würde es gerne mitnehmen. Würde ich wirklich. Aber ich treffe es nicht, ist das Problem. Weil du schlecht bist, oder warum? Nein, weil der Winkel nicht gut wäre. Vielleicht treffe ich es ja mit meinem Fröschen. Oder auch leider nicht. Ja, ich habe dich noch mit zwei Wurfsternen erwischt. Oh Gott, Hilfe! Wie hat mich das verfehlt? Wie hat dich alles verfehlt? So. Und dann. Nö, ich hab keine Perücke auf. Du hast eine Perücke auf. Ich wurde gerade im Chat gefragt. Fast. Die Frage wäre auch eher, wo kommt die Perücke her, denn... Ist ja auch ein virtueller Avatar, da sehen die immer so aus. Die habe ich halt selber so eingestellt. Okay, eigentlich sollte der Winkel trotzdem gleich sein, ne? Ich schieße jetzt die Tangenten. Oh nee, nicht die Tangente. Junge, getroffen. 40er. Wenn du die so komisch findest, ist deine Sache, nicht meine. Du hast einen 40er Crit von mir reingedrückt bekommen. Sind die Portale hier gerade genau übereinander? Maybe. Es müssen ja nicht die gleichen sein. Okay. Aber ich gehe jetzt einfach auf einen Safe-Schuss. Oh nee, kein Dead Weight.
Ich treffe ja nicht dich. Du triffst nicht mal das andere Ziel. Ein Glück, das Portal rettet mich. Nicht. Ich habe eine Diamantsäge. Gibt da etwas, was ich gerade nicht verstehe? Das ist die letzte Stufe von den Sägen. Ich verstehe gerade nicht, wie dort ein Schuss von mir ins Portal rein ist, aber vom Portal wieder normal rausgebounced ist, als wäre nichts gewesen und dann einfach weitergesprungen ist. Ich ignoriere mal gerade die Emotes. Ich hab getroffen! Na, schön ist eigentlich, hätte ich so nochmal treffen können. Wäre das Portal noch da? Okay, das ist. Ach, mit welchem von den beiden ist das verbunden? Keine Ahnung, ich schieße einfach nur noch nach oben. Ich schieße einen Feger. Wird schon treffen. Ja, mich natürlich. Und dich nicht. Mhm. Okay, jetzt weiß ich, welches von den beiden das ist. Das ist mit das verbunden. Das müsste mit dem hier oben verbunden sein. Weißt du was? Wir eskalieren einfach mal und schießen die Monde. Niedler treffen dich. Tschüss. Ciao, Kakao. Irgendwer hat gerade Spaß mit Emotes im Chat. Soll ich meines Amtes halten? Du brauchst nur was sagen, dann halte ich meines Amtes. Mach, was du möchtest. Ich bin eh tot. Weiter eigentlich. Ich meine, eigentlich gerade bei dir einer ganz heavy Emotes, ne? Ja, das ist ein wunderschönes Gesicht, das ich da im Chat sehe. Was war Aua. Das denn? War das die letzte Stufe von den Rammböcken? Ja. Aua. Die tun weh. Wo ist der denn hingeflogen? Tormentor, was ist Tormentor? Ich sehe hier wieder Waffen. Waffe. Ach so, das ist die zweite, die dritte Stufe. Ah, okay. Die zweite hatte ich noch nie. Ich glaube einfach nur, dass da mehr Schüsse rauskommen, ne? Ist er nicht Panaschen. Der könnte dich damit tatsächlich recht gut hinrichten, wenn er das richtige Portal erwischt. Weil die schießen immer in die Richtung von dem Gegner. Tschüssikowski. Oh, mit 3 HP! Ich hab gerade auch das Achievement. Ich hab festgestellt, was hinten drin. Also, das Schöne ist, weil Shellshock merke ich halt tatsächlich nicht so wirklich eine Einschränkung, trotz dem Verband an der Hand, ne? Weil hier kann ich das halt alles mit einer Hand machen. Oh, ich habe Kamikaze zum ersten Mal! Ich muss die direkt ausprobieren. Okay. Ich habe Kamikaze, die muss ich ausprobieren. Akaya, du frisst jetzt mein Kamikaze. Weißt du, was du frisst? Kamikaze! Ich mach Kamikaze ins Gesicht. Oh, 160 hat das gemacht. Junge, ist die stark, wenn die genau trifft. Wir müssen auf Dark. Dark hat Energy. Ich muss aber auf beide. Erbilden wir uns. Scheiße, ich muss auf beide. Na gut, wenn du auf beide gehen willst. Ich muss auf beide, ihr seid beide über mir.
80. Weiß es auch kein Fairtrade. Jetzt müssen wir wirklich auf Dark gehen. Oh Dark, jetzt wirst du drauf gehen. Alle auf den Dunklen. Ich kann ihn nicht gut treffen. Ich gehe erstmal mit einem Kaktus. Das war keine. Das war nicht meine Absicht. Auf den Dunklen da hinten! Er rennt! Er rennt weg! Auf ihn! Er flieht! Ich hab gleich mal endlich den Finke! Ich versuche halt wirklich die Bahn zu Dark zu finden! Dark kann nicht mehr fliehen. Schieß jetzt die Tangenten! Oder auch nicht. Ich hab nichts, womit ich ihn treffen kann. Vielleicht habe ich ja Glück mit der Drohne. Ja. Hey, jetzt zieht wer anders Akku. Nein. Jetzt zieht wer anders Akku. Nein. Wir können darüber reden. Zu spät, die Magnete fliegen schon. Ich schieße meinen Ping rüber. Ich pinge euch weg. Ach du Kacke, hab ich zu kurz. Meine Magnete fliegen doch nicht. Guck dir doch seine Punkte an. Ich hab nicht so viel. Egal. Ich könnte ihn einmal safe treffen. Ich habe einmal den Mario-Panzer. Olympic Steed. Hui. Ich bin schon am Boden. Der hat 94. Er schießt doch schon auf ihn. Ich versuche ihn ja zu treffen, aber ich treffe nicht. Autsch. Er hat gewonnen. Und das war's. Ich stehe hier oben gut. Ich kann mich gegen einen schützen. Ah, okay. Der Discord, der steht übrigens bei YouTube zur Not immer in der Beschreibung. Ja, ich hab das allererst mal Portal Juden. Ich hab nix. Wisst ihr was? Das war knapp. Gibt's eigentlich so eine Formel, wie man den Sub-Sniper berechnen muss, wenn man den so schießt wie du gerade? Sorry, aber ich muss das tun. Keine Ahnung, ist auch eine gute Antwort. Dann haben wir dieselbe Ahnung. Akaya, in dein Loch! In dein Loch mit dir! Ich schieß doch schon auf mich selber. Junge, warum schießt alles auf mich? Alles ist auf mich gegangen, selbst ich selber. Ha, ich bin Gott, komm hier hoch. Scheiße, hier komme ich nicht mehr hoch, weil ich keinen Sprit mehr habe. Glaub mir, du bereust es, wenn du zu mir kommst. Glaub mir, ich bereue es nicht. Plünderer! Du hast auch schon mal mehr Schaden gemacht.
Glaubst du wirklich, ich bereue es, wenn ich zu dir komme? Oder bereust du es nicht? Wer wird wohl kritten? Na, Palm! Und das war das Heftige! Ich hab mehr Schaden gemacht als du. Jetzt geh doch mal weg von mir, guck dir den da rechts mal an! Ich mach was Tolles. Ich baue den Berg ab. Ich berechne gerade eine 3D-Bombe. Zu spät, ich hab den Berg abgebaut. Ja, komm hier! Ich zeig dir einen wunderschönen Trick. Ich habe nämlich so einen wunderschönen Kaktus. Ich habe danach zwar keine Punkte mehr, aber ich kann dir damit auch richtig viele von deinen weghauen. Weißt du, das Problem ist halt, dass wir fast nur aufeinander gehen und kaum auf Dark. Das ist das Problem. So machen wir ihnen keine Punkte weg. Dark, I get your points. Oder auch nicht. Doch, ein paar. Nein, ich komme leider nicht runter zu euch. Nein! Nicht abhauen! Nein! Er hat Angst vor meinem Kaktus! Your points get sweet. Ich wollte ihn damit einen Kaktus zerstören. Ich hab nur einen Stamper. Oh, der kann da drinnen landen. Wieso kannst du dich noch bewegen? Weil er sich noch nicht bewegt hat. Er hat Angst vor meinem Kaktus. Wer hat nicht Angst vor Kaktussen? Hier kommt meine Möwe. Komm, mach Schaden, bitte. 74. Ich habe ein bisschen was an Punkten rausgehauen. Komm hier nicht runter, verdammt. Ja! Jetzt zeige ich mal, wie man den Kaktus benutzt. Und ich zeige euch die Schweine-Aid. 180! Gnade! Wenn man den nämlich 200. In einen drin platzen lässt, ist das eine der mächtigsten Waffen. Jetzt haut Dark von mir ab. Wenn ich mit einer Störung genau zwischen euch treffe, trifft es dann euch beide? Es trifft auch dich. So, ich habe keinen Kaktus mehr. Es lohnt sich nicht mehr für mich, in eurer Nähe zu bleiben. Nein, Dark, nur weil ich dir einen Kaktus gegeben habe, brauchst du mir jetzt keinen Kaktus geben. Jetzt geht Dark auf mich. Geld! Niedler! Wir werden niemals die 600 erreichen! Ich zeig jetzt mal meine Mucke! Weißt du, was ich die macht mir auch zeige? Mehr Schaden, je weiter sie fliegt. Die Wüste. Zeig dir mal etwas Wüste. Hier kommt meine Mucke! Ich habe noch nie gesehen, dass das gut Schaden macht, das Ding, aber egal! Das ist tatsächlich der meiste Schaden, den ich mit diesem Ding je gesehen habe. In dein Loch. Ich kann leider nicht. Du stehst perfekt! Das trifft euch beide! Was ist? Das trifft euch beide! Hoffentlich. Mega Regenbogen! Mit dem Ding kann man 80 machen? Wie? Double Damage oder Triple Damage und Crit? Nee, ich glaube, er meint ohne Double oder irgendwas in der Art. Ja, ich habe euch beide getroffen. Komme ich jetzt raus? Nö. Ohne, wie hast du denn das hinbekommen? Okay.
Ich mach mal den Berg dort bei Dark weg. Du kommst jetzt ein bisschen zu mir runter. Okay. Der Berg agreed. Ist gleich generell nicht mehr da. Agreed, ich nehme gerne deine Punkte. Endlich, ich bin frei! Hau ab von mir! Am Ende hast du noch einen Kaktus. Wenn mir so bereitwillig deine Punkte gibst, nehme ich sie gerne. Wie, du hast einen Kaktus! Sägeblatt! Treff ich, ja! Der Kaktus hat nicht ganz so viel. ABHSD, was ist denn das schon wieder? Ich hab den 25er Ball! Haha, ich bin in dir. Ich hab eine Artillerie. Ich hab einfach die höchste Stufe von dem Airstrike. Die APHSD ist jetzt eine letzte Stufe von der Portal. Wenn du so unbedingt. Du willst unbedingt hier bei mir sein, dann da bitte. Wieso ist das alles durch dich durchgegangen? Deswegen. Ich hab einen 25er in dein Gesicht geschossen. Ja, unsere Punkte sind jetzt weg. Ich weiß. Okay, wir schießen viel zu sehr gegeneinander und treffen ihn dann nicht. Oh Junge, diese Map ist gerade nahezu perfekt für diesen. Ich habe 82 mit den Wasserbomben gemacht. Was hast du geschossen? Sunburst. Ich habe keinen Kaktus. Mann, jetzt geh doch mal weg von mir. Ich habe keinen Kaktus. Kriegst einen Spalter. Und zwar einen doppelten. Weißt du, was du kriegst? Ein Ab in dein Loch. Ja, du gehst jetzt auch nach unten. Du aber tiefer. Dark will uns eine Chance geben. Auf Dark. Wir schließen den Nicht-Angriffspakt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Komm runter zu mir. Okay, es gibt doch kein Nicht-Angriffspakt zwischen uns. Ich gehe jetzt voll auf dich. Ja, ich komme hier raus. Du kommst gefälligst wieder hier runter. Und wenn ich sage, du kommst hier runter, dann kommst du auch hier runter. Ja, ich hab das Double Damage mitgenommen. Junge, ich hab 40 Damage mit den Monden gemacht. Smart Snipe mit Double Damage. Ich hab ihn aufgehalten. Bleib da unten. Auf dass es im schwarzen Loch landet. Nein, ich hab vorbeigeschossen. Ich zögere die Zeit hinaus. Mit Guts kann ich's beenden. Wir müssen beide auf ihn schießen. Guts macht echt viel Schaden. Das Traurige ist, das Beste, was ich habe, ist eventuell überhaupt gerade mal Portal. Das hier. Und ich hab's nicht mal getroffen. Ich rette es! Ich kann dich immer noch treffen! Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das Problem ist, ich habe keine starken Waffen. Nein, ich schieße jetzt auch gerade meine letzte starke Waffe, wobei die auch nicht mal so stark ist. Vor allem habe ich sie verfehlt. Das war's.
Damit das er sagst du immer und dann schieße doch auf mich. Also, ich kann jetzt nicht sagen, auf was ich schieße. Aber ich hoffe, dass ich das Double Damage treffe. Nein, ich ziehe nicht auf dich. Ich ziehe auf Random. Ich nutze nicht den 100er Trick. Ich ziehe nur auf Double Damage. Und hab's nicht geschafft. Ich nutze den Zug! Holla! Er hat sich den Double Damage geholt. Mein Gott, Carter, hör auf, in meine Technik reinzurennen. Ich hab eine Katze bei mir drin und die rennt die ganze Zeit in die Technik rein. Ich hab keine Ahnung, wie ich schießen muss. Let's go! Kometen, go! Oh Junge, gönne ich mir. Das ist meiner. Problem ist, ich kann ihn halt echt schlecht treffen. Ich hab keine Ahnung, ob ich treffe. Ja, ich schieß aber nicht mit... Ja, ich schieß nach oben, aber nicht mit 100 Power, nur mit 90. Ciao. Ich hab genau getroffen. Wenn das mal kein Sniper. Einfach Wende. Ich treffe bisher nix. Oh, Geld. Ja, ich habe noch Geld rausgehauen. Oh ja. Da unten brüllt er quasi nach noch einer Klatsche von mir. Er brüllt nach noch einer Klatsche, wenn er schon dort stehen bleibt, wo mein Schuss getroffen hat. Okay. Wir machen den. Dann machen wir den. Und dann gibt's saftig Schaden. 100! Auf den Verbrecher, der sonst gewinnt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wovon ich rede, ist das hier. Paprika! Jetzt hat er 20%, jetzt können wir uns gegenseitig bekriegen. Natürlich nicht getroffen und damit hast du... Ja, nein, meine Punkte! Die gehen jetzt wieder flöten. Nicht nur deine. Wir haben da nur noch 55 gefehlt. Wobei, voraussichtlich. Ich will die Waffe auch haben. Wir müssen eigentlich auch wieder auf Dark gehen. Du hast hier die höchsten Prozente. Ja, aber wenn der uns jetzt nochmal im Duo trifft, dann kommt er direkt auf die 80 wieder. Ich weiß, aber du hast die höchsten Prozente. Außerdem schießt du genauso auf mich. Guck, jetzt habt ihr mich auf unter 20 geprügelt. Jetzt muss ich dich runterhalten, aber du musst Dark runterhalten. Schrotflinte! Aua! Wir verschenken gerade Punkte! Ich kann weder dich noch Dark gewinnen lassen. Aber ich habe keine durchschlagskräftigen Waffen, mit denen ich auch vernünftig Schaden mache. Es gibt nur eine Waffe, mit der ich vielleicht treffen kann. Meine beste Waffe ist das hier. Ich habe keine bessere Waffe mehr. Da trifft nix. Das war's jetzt eh. Störungskombi! Ich hab nicht getroffen. Wir müssen treffen! Das Problem ist, ich hab nix. Meine stärkste Waffe, die ich noch besitze, ist Mini-V.
Das Stärkste, was ich habe, ist Glänzer. Weiß nicht, was du hier zum Jammern hast. Ich hab schlimmer. Ich hab immer noch keine guten Waffen. Ich hab einen Zug. Der hoffentlich nicht das Teil da trifft. Verdammte Axt! Ey, ganz 18 Schaden und wir verlieren. Das ist mein Paket. Was mir nichts bringt, weil Dark jetzt gewonnen hat. Ich werde mir genügend Schaden machen. Naja, doch, ihr geht ja alle auf mich. Ich werde mein. Ich versuche gerade überhaupt zu treffen. Ja, mich treffen. Das Problem ist, es passiert nicht. So viel zu Dark runter. Ich habe auch leider kein Kaktus. Aber das, was ich habe, ist ein Einlauf von hinten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Pinata! Es hat getroffen. Okay. Jetzt steht ihr gut. Jetzt kann ich auch gut treffen. 69 mit dem O-Angriff. Und ich habe noch eine X-Attack. Mini-V. Aus der Nähe macht die nämlich echt gut Schaden. Ich muss treffen. Nicht nur du. Luftangriff. War wohl nix. Ich hab einen Todesschatten. Mann, warum habe ich jetzt die wichtigste Waffe, die man haben kann, nicht? Und zwar Kaktus. Der rennt halt wirklich von mir weg, als hätte ich einen Kaktus, aber ich hab keinen. Ich hab auch keinen. Aber ich habe einen Todesschatten. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden der drückt. 50! Ich habe beide getroffen. Und ich habe 80 gemacht. Die Mega-Granate. Wir haben ihn zumindest ein bisschen runterbekommen. Hier kommen meine albernen Bälle. Die sogar noch besser treffen da unten. Danke! Ich denke mal, der wird Spaß machen. Nichts gesagt. 80 Damage in dein Gesicht, du Shining. Wir müssen auf Dark gehen. Guck dir seine Buck dann. Ich weiß, aber der ist halt random geflogen. Und meine beste Waffe ist halt Pinata. Bora. Oder Molehill. Molehill und Pinata. Molehill macht 50. Ja, vorausgesetzt es trifft. Und das hat es. Normalerweise macht es nichts. Wie funktioniert ein Yin und Yang, wenn ich es in der Luft abballer? Scheiße, so funktioniert jetzt. Ich hab Schaden gemacht. Okay, da kann so ziemlich gewonnen. Nein, noch nicht. Oh Junge. Dark, verzieh dich von mir. Ich brauch Distanz. Ja, danke, Dark. Bitte schieß sie nicht in den Boden. Dann kann ich echt gut Schaden machen. Ich bräuchte sowieso ein bisschen länger. Ich aber auch. Ich schieß nämlich nicht einen Schuss, sondern viele Schüsse. Ich hab eh nicht getroffen. Da kommt der Schaden. Und da habe ich Dark runtergemacht.
Ihr könnt ruhig so stehen bleiben. Ich sag nichts dagegen. Ich hab eh kaum Punkte. Nimm den anderen. Mach jetzt böse Aua. Flieg. Okay. Naja, Hauptsache seine Punkte sind weg. Oder nicht? Ja. Die endlose Runde. Charge. Schneeball! 30! What? Wie sind die geflogen? Ich treffe uns mal alle. Ich mache nämlich den zweiten Bombenprank. Heil und Bogen! Zumindest der Bogen hat getroffen. Dark ist wieder gefährlich, aber ich kann ihn leider von hier nicht treffen. 32er Schrotflinte! Dark ist am Gewinnen. Wir müssen ihn aufhalten. Ich schieß ja gerade auf ihn. Du hast auf mich geschossen. Ja, weil ich nicht auf Dark schießen konnte. Oh, mein Ohrangriff wird jetzt richtig gut Schaden machen. Keine Vorausgesetzt, Ahnung, ob er fliegt weit genug. Keine Ahnung, ob das weit genug fliegt. Ja, nee, tut es nicht. Oh, ein Regen. Aua. Ich würde ja auch gerne mal auf dich schießen, aber wenn ich es einmal mache, dann haben wir verloren. Weil er hat viel mehr Punkte als wir. Da wird das allererste Mal jemals mit Shadow getroffen. Das ist gut. Weißt du, was auch schön ist? Wir leveln gerade richtig hardcore unsere Waffen, wenn man es mal so genau nimmt. Wenn wir Dark runterhalten können, ja. Mit nimm den Duo-Roller. Mit seinen Waffen uns runterzuhalten. Ich hab nur Heavy-Roller. Vielleicht treffe ich dich hier sogar noch. Nie im Leben. Ich bin weg! Wir sind beide weg. Ich war mal irgendwo oben, ne? Du warst noch nie oben. Was ist das Beste, was ich schießen kann? Mein bestes Screen. Ein Dual-Roller. Am besten zwischen euch. Ich habe nur einen getroffen. Du sollst auf Dark gehen, nicht auf mich. Ich habe ja versucht, euch beide zu treffen. Was Besseres kann ich gerade nicht schießen. Überhaupt nicht. Ich habe nichts Gutes mehr. Wir sind schon bei Runde 30. Ich weiß. Nein, ich habe kein Fuel mehr. Okay, Dark, dann frisst das. BFG! Ich habe den Falschen getroffen. Ja, es war nicht mein Plan, auf dich zu schießen. Dark hat sowas von einem Messer oder so. Oh, ihr steht perfekt. Ihr steht perfekt. Da kriegt wieder einen Einlauf von hinten. Welt! Wir müssen da. Ja, ich treffe euch beide. Ist noch besser. Und der kann nicht mehr von dir wegrennen. Du kommst hier nicht mehr raus, da. Schneeball! Ich bin von euch beiden, danke. Ah, ich bin oben, aber Dark immer noch nicht. Wir können jetzt Dark rummobben. Komm, wir mobben Dark. Nicht mobben, mobben ist nicht nett. Bei Dark ist es erlaubt.
Nur dieses eine Mal zumindest. Ich schieß meine Sternchen. Vielleicht schieße ich dich dabei runter, Dirk. Keine Ahnung, ob ich damit treffe. Ja, 30 Schaden und da kommt jetzt hoch, oder? Ja, da kommt leider raus. Ich gehe ein bisschen nach hinten. Oh, er hatte keine Lust mehr auf uns. Egal. Kamikaze! Hoffentlich treffe ich. Ich muss verhindern, dass er gewinnt. Keine Ahnung, was ich treffe, aber egal. Ja, ja. Genau, Junge. Genau getroffen. Ach, warum haben wir schon wieder die Feststelltaste drin? Ja, Dark, danke, dass du da stehen bleibst. Da ist genau meine Schussbahn. Meine wäre da auch gewesen. 140 Schaden mit dem Kackteil. Das Ding macht generell 70. Ist das Ding. Weiß. Meine Wann soll ich ihn eigentlich treffen? Meine letzte gute Waffe. Wir geben uns nicht kampflos geschlagen. Ich habe zumindest eine Mauer zwischen uns gezogen. Auch wenn es nicht mein Plan war. Er hat zumindest nicht getroffen. Overcharge. Was Besseres kann ich hier nicht machen. Egal, ich habe noch einen Krieg. Der auf dieser Distanz aber ziemlich nutzlos ist. Solange einer trifft. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn jetzt treffen würde dort oder nicht. Deswegen einfach mal einen Bilder rein. Ist das Beste, was ich schießen kann. Ja, wir haben ihn beide getroffen. Immerhin. Okay, ich kann nicht getroffen werden. Ich mache jetzt einen Overcharge und in der nächsten Runde nutze ich mein Jetpack. Ach, du kannst nicht getroffen werden. Du hättest schon getroffen werden können. Warum sind da zwei von den Dingern in mir drin? Da fehlt es auch gerade. Ich glaube, ich treffe dich. Der ging in die falsche Richtung. Nee, der ist weg. Der ist da oben abgeprallt. Oh, neue Waffen. Jetzt müssen wir ihn sowas von wegballern. Ich kann auf jeden Fall ein bisschen Schaden machen. Ich auch. Ich habe Tangenten, die muss ich nach oben ballern. Wow, danke. Anders machen die keinen Schaden. Wir konnten ihn nicht aufhalten. GG. War eine lange Runde. Ich werde jetzt... Ich habe, glaube ich, kaum Waffenlevel bekommen. Ich habe so viel Geld bekommen. Nee, ich hab nicht eine Waffe geupgradet bekommen. Alter, ich habe so viel Waffen-XP gesammelt. So, das war's dann auf jeden Fall für heute. Ich gönne euch noch hier den täglichen Siegesbonus. Was werde ich kriegen? Etwas Schlechtes. Die 10! Der Stream von dir hängt halt so krass hinterher. Ja, das haben Streams meistens so an sich. Ja, aber der hängt halt weit mehr als 10 Sekunden hinterher. Dafür kann ich doch nichts. Naja, auf jeden Fall sage ich hier, hoffentlich hat es jeden von euch Spaß gemacht. Wenn ja,
könnt ihr ein Follow oder ein Like da lassen. Ein Follow da lassen, für die, die es sich im Nachhinein anschauen. Weil die jetzigen weiß ich ja, wer jetzt gerade noch hier ist. Enod, Dark Volcano, Dunkler Vulkan. Ich kenne dich auf verschiedenen Plattformen mit verschiedenen Namen. Es war auf jeden Fall lustig heute. Du weißt auch, wer noch hier ist in dem Stream. Bist du da auch noch drin? 4 Zuschauer. Habe ich gerade erst gesehen. Ja. Und ihr könnt natürlich auch auf YouTube vorbeischauen. Da könnt ihr ein Abo da lassen. Ich lade das wahrscheinlich auch ungeschnitten auf YouTube hoch. Also bis dann. Tschüss. Der Mod ist auch anwesend. Ja.